Willkommen, liebe Modellbahnfreunde aus nah und fern, zur Faller Neuheitenvorstellung 2022. Ein Modellbahner schrieb uns mal auf unserem Kanal, ihr habt den besten Job der Welt, ich beneide euch. Und ob das tatsächlich der beste Job der Welt ist, den wir gerade hier haben, möchte ich mit meinen Gästen teilen und Ihnen auch vorstellen, liebe Freunde. Zu meiner Linken sitzt Andreas Braun. Und noch weiter links von mir sitzt der bekannte Hendrik Mielke, der ja schon immer bei meinen Reportagen und Interviews dabei war. Und ich hoffe, meine Herren, ihr unterstützt mich ganz kräftig bei der Vorstellung. Ja, wir haben absolut Sicherheitsabstand, ne? Ja. Komm jetzt nicht so leicht zu mir rüber. Also, es erwartet Sie etwas Unterhaltsames heute und ich kann Ihnen auch versprechen, es sind alle Spuren dabei. Das ist, glaube ich, so richtig. Das war ja der Kritik der letzten Vorstellung. Ja. Und ich glaube, es sind sehr, sehr interessante und auch kleine Highlights hier dabei, die wir Ihnen heute vorstellen möchten. Genug der langen Vorrede, lasst uns beginnen. Irgendeiner hat das mal gesagt, die Spiele mögen beginnen. In Abwechslung sagen wir mal, die Vorstellung möge beginnen. Und Andreas Braun zu meiner Linken wird das natürlich jetzt erstmal eröffnen. Hast du eine Modellbahn? Ich habe eine Modellbahn, ja. Das hätte mich jetzt gewundert, wenn du gesagt hättest, nö, ich habe keine Modellbahn. Beruf und Berufung irgendwie in einem. Und das macht immer noch Spaß. Es macht absolut immer noch Spaß. Sehen Sie, so ist das. So, lieber Andreas, erzähle, was fangen wir an? Wir fangen mit Faller Create an. Das ist zwar jetzt in der Form keine Neuheit, aber es gibt Neuerungen. Weil Faller Create, für die, die es vielleicht noch nicht kennen, ist unsere Software- und Hardware-Unterstützung zur Gestaltung von eigenen Modellhäusern. Also wer schon immer ein eigenes Haus auf seiner Anlage haben möchte, weil das große zu teuer ist, weil man sich das nicht leisten kann, aber auf meiner Traumwelt kann ich mein Traumhaus bauen. So ungefähr kann ich mir das vorstellen. Ich weiß, der Hendrik hat das vor 3 oder 4 Jahren, ist das schon so lange her oder ist es noch länger her? Vor 3 Jahren, war auf jeden Fall ungefähr live in Nürnberg. Ja. Kam es neu. Da waren wir schon alle ganz beeindruckt, was da zustande kommt. Ja, und Andreas, ein bisschen haben wir schon was hier stehen. Genau, wir haben hier eine Kleinigkeit vorbereitet. Ein Haus, das wir mal gedruckt haben in Vorbereitung auf die Sendung heute. Deins? Leider noch nicht. Ich arbeite dran. Die Psycho. Sollten wir doch mal mit dem Herrn Neidhardt sprechen, dass er dir das entsprechende Geld zur Verfügung stellt, dass du das Haus leisten kannst. Nein. Okay, ich alles klar. Ich kann es mir in 1:87 leisten. 1:87. Ja. Und was ist jetzt anders als das, was wir vor 3 Jahren kennengelernt haben? Also die Software verbessert sich kontinuierlich. Mhm. Wir haben mittlerweile die Möglichkeit, auch in N entsprechend Modelle umzusetzen. In N? In N. Mhm. Es kommt. Das sind einfach Schritte, die wir immer weiter gehen. Es kommt Stück für Stück. Mhm. Und in dem Fall ist jetzt so, wir haben jetzt ganz neu im neuen Update, die Fenster werden jetzt extra geliefert, werden nicht mit eingedruckt, sondern die werden in einem anderen Verfahren mit entsprechend angepasster Auflösung gedruckt und die kann ich mir zu Hause dann entsprechend einbauen. Und auch vielleicht in anderer Farbe liefern lassen? Genau, also das Modell kommt grundsätzlich in Weiß. Man kann sich das dann so kolorieren, wie man das möchte. Mhm. Aber wenn natürlich die Fenster noch nicht drin sind, habe ich die Möglichkeit, es einfacher zu bemalen. Also ich kann Airbrush oder Pinsel nehmen, je nachdem, wie ich zu Hause ausgestattet bin. Mhm. Und die Fenster dann im Nachhinein einkleben. Und es sind ja nicht nur die Fenster, ne? Es sind ja Accessoires generell, genau, die da einzeln kommen. Mhm. Und das ist natürlich jetzt schon ein gehöriger Quantensprung. Was auch ein großes Thema ist, denke ich, ist das Thema der Grundformen, die gewählt werden können. Mhm. Das war am Anfang eingeschränkt, wo wir gestartet sind. Wir haben gesagt, wir wollen eben mit der Software so intuitiv wie möglich sein und haben dementsprechend auch den Funktionsumfang eben so weit eingeschränkt, wie wir es für sinnvoll gehalten haben. Haben es inzwischen einfach aufgrund vieler Nachfragen, dass Leute was anderes bauen wollten, dahingehend erweitert, sind intuitiv geblieben. Aber die Funktionsmöglichkeiten sind halt deutlich größer geworden. Wenn ich jetzt Interesse habe, ich habe es noch nie probiert. Immer noch nicht. Erwischt. Also, wenn ich jetzt als Modellbahner sage, ich sitze jetzt vor dem Fernseher und sage, okay, ich probiere es mal aus. Was muss man für Kenntnisse mitbringen, um das in die Reihe zu bekommen? Er muss ja irgendwas eingeben irgendwie. Ja. Oder schickt euch einen Brief mit Maß, ich hätte gern. Das haben wir tatsächlich auch, dass wir die Briefe mit Maß oder Fotos kriegen. Könnt ihr mein Haus machen? Da, da, da. nein, aber ja, vielleicht magst du zwei Takte dazu sagen. Also es ist browserbasiert, also ich muss mir nichts runterladen oder installieren. Mhm. Ich öffne einfach die Faller Create-Seite. Ist das eine extra Seite? Das ist eine extra Seite, genau. Da kann ich dann vorhandene Modelle, die es schon gibt, zum Beispiel hier die Villa,
kann ich nehmen, anpassen an meine Wünsche, wenn mir das Dach zum Beispiel nicht gefällt, oder ich baue halt von Grund auf ein neues Modell auf und ziehe mir da Würfel oder runde Formen, was ich so brauche, rein, baue mir das zusammen, aber da braucht man im Prinzip keine CAD-Kenntnisse. Also keine Vorkenntnisse irgendwie. Also wenn man ein bisschen mal Computer gespielt hat und irgendwie in die Richtung mal was gebaut hat oder so, kommt man da relativ schnell zurecht. Ja, und dann gebe ich die Daten ein, beziehungsweise dann ist das irgendwann fertig, dann wird dieses Projekt, das ist ja dann bei euch schon sozusagen, abgeschlossen. Und du, Andreas, sitzt dann an am Ende und sagst, okay, können wir so machen oder hier müssen wir noch was ändern, passt nicht ganz. So in die Richtung geht es tatsächlich. Ja. Also nicht ich sitze da, sondern die netten Kollegen. Und es ist so, das Modell wird natürlich überprüft, ob es auch druckbar ist, weil es gibt sicher irgendwie Probleme, dass man vielleicht mal was innen rein gebaut hat, was man nicht sieht oder so. Dass da einfach die Daten überprüft werden, die werden dann angepasst für einen 3D-Drucker und werden dann entsprechend ausgedruckt und nach Hause geliefert. Prima. Und wie lange dauert das von Tastatur, Modell, Modellieren bis zur Auslieferung? Wie lange muss ein Kunde in der Regel rechnen? Kommt auf jeden Kunden individuell an, je nachdem auch wie lang ich fürs Konstruieren brauche und je nachdem auch wie groß die Modelle sind und wie komplex, geht es entweder etwas schneller oder etwas langsamer. Aber du meinst jetzt von der Auslieferung her? Ja, ich sage jetzt mal so, ja klar, und das hängt ja auch vom Auftragsstau ab. Ich meine, wenn viele Aufträge vorliegen, dauert es halt ein bisschen länger. Ne? Es gibt halt eine Anzahl an Drucker und je nachdem wie viele davor sind, aber in der Regel sind wir da relativ zügig unterwegs, dass entsprechend, wenn man sich da was zusammengebaut hat, auch schnell auf seinen Modell. Kann man diese Software noch weiter erweitern oder noch, sagen wir mal, ja, irgendwie noch weiterentwickeln? Kann das noch weiter getrieben werden oder ist das schon das Endstadium? Ich gehe davon aus, dass es nicht das Endstadium ist, weil auch im 3D-Druck, da kann Hendrik sicher auch noch was dazu sagen, entwickelt sich permanent die Welt weiter. Und softwareseitig sind wir natürlich permanent dabei, Optimierungen zu machen, dass es intuitiver wird, neue Formen, neue Vorbilder zu integrieren, dass es einfach noch mehr Möglichkeiten gibt. Zum Beispiel mehrfarbig drucken, könnte ich mir vorstellen. Ist das eine? Könnte eine Möglichkeit sein. Vor allem, also tatsächlich mit realistischen Farben mehrfarbig zu drucken, ist heute noch eine sehr große Herausforderung für die Technologie. Ein anderes Thema, wo wir mit Sicherheit uns weiterentwickeln werden noch, ist eben dieses Thema, möglichst viele Funktionen dem Nutzer zu übergeben, der sie anwenden kann, ohne sie erlernen zu müssen. Ich meine, jeder, der jetzt so einen 3D-Druck schon mal vielleicht probiert hat oder hat mit SketchUp oder mit anderen freien Tools vielleicht rum experimentiert, vielleicht sogar mit einem richtigen Konstruktionstool schon ein bisschen experimentiert, der stellt fest, dass dann unter Umständen halt die Technologie schnell an die Grenzen kommt und ich halt Dinge verändern muss, weil ich eben nicht ein Riesendach einfach in die Luft drucken kann, ohne irgendwas drunter, jetzt im Fall vom FDM-Verfahren. Es gibt eben unterschiedliche andere Verfahren, mit denen ich das machen kann. Es gibt unterschiedliche Qualitäten und es gibt vor allem, und das ist die größte Herausforderung für uns, um auch solche Preise, wie wir sie da im Moment aufrufen, das ist einfach unschlagbar günstig halten zu können, geht es darum, die Prozesse, die da Andreas schon angesprochen hat, im Hintergrund einfach zu automatisieren. Und das ist eine Riesenherausforderung und das ist was viel Hirnschmalz und Entwicklung auch tatsächlich braucht. Das ist richtige Softwareentwicklung, neue Dinge zu schaffen, die es heute nicht gibt. Die kann ich mir nicht einfach irgendwo herkopieren, dass ich sage, ich möchte vielleicht zukünftig noch schneller sein, dass ich wirklich so ein Produkt innerhalb von 2 Tagen beim Kunden habe, weil ich diese Zwischenstufe des Kontrollierens, das ist super schön gesagt, wer guckt sich das jetzt an? Tatsächlich im Moment ist es so, dass ein Profi da drüber schauen muss, der verändert es vielleicht auch mal, der zerschneidet es, damit es druckbar wird. Mhm. Das heißt, der Kunde, der schickt den Auftrag ab und der kriegt dieses Modell. Den rufen wir nicht an und sagen, du musst es anders machen, das funktioniert so nicht. Mhm. Wir gucken schon, dass das funktioniert. Und im Moment hat es eben noch einen Zwischenbearbeitungsschritt, der einfach auch nochmal Zeit kostet, Ressourcen kostet. Und das werden wir weiterentwickeln und da sind wir auf einem brutal guten Weg, auch mit unserem Partner zusammen. Mhm. Und ich glaube, da wird sich noch einiges tun. Und dann halt eben das Thema Intuitivität, dass ich halt wirklich sagen kann, ich habe jetzt ein Dach, das stelle ich mir so vor, wie kriege ich das hin, ohne dass ich wirklich mehr anfangen muss, über Winkel und irgendwelche mathematischen Konstrukte Gedanken zu machen. Also, es ist dann sozusagen relativ einfach für den Kunden am Rechner zu sein und die Profis sitzen hier, liebe Freunde, die das dann nochmal drüber schauen, das dann nochmal perfekt machen, sodass sie ihr Haus nach Hause geliefert bekommen, ihr Wunschhaus vor allen Dingen. Wobei das Professionelle, das ist das Doing, also tatsächlich Konstruktion, Druck,
Qualitäten, um die es geht, Geschwindigkeit, das ganze Industrie 4.0-Thema, was wir da haben, was dahinter steht mit Versand. Aber der eigentliche Profi ist ja der, der das umsetzt und der einfach ein cooles Gebäude macht. Ne? Also, liebe Modellwarenfreunde, ran an die Tastatur, rufen Sie die Faller Create-Seite auf und fangen Sie an, Ihr eigenes Haus zu bauen. Die Jungs freuen sich darüber. Ja, das war die eine Geschichte. Ich finde eine tolle Geschichte, die ihr da angefangen habt. Vor 3 Jahren dachte ich, naja, mal sehen, was das wird. Aber das Ergebnis, was hier steht, unterscheidet sich schon deutlich von dem Ergebnis von 3 Jahren. Das muss man wirklich sagen. Und wir haben schon mehrere 10.000 Anwender. Boah. Das ist 10.000. Tatsächlich was wir selber nicht geglaubt hätten, dass wir so schnell, nicht jeder lässt sein Modell drucken, was er da probiert, aber es ist tatsächlich so, dass wir unfassbar viele Modelle bereits haben, von denen etliche auch umgesetzt worden sind, aber offensichtlich scheint da wirklich der Wunsch da zu sein, das zu tun, und die Leute können damit umgehen. Genau, und ihr habt die Lücke gefunden, im Endeffekt individuell und trotzdem schöne Sachen zu machen, und irgendwann kann ja so ein Haus auch mal in Serie gehen. Genau. Tolle Sache. Aber es ist ja nicht nur die tolle Sache, die wir Ihnen heute anbieten wollen oder vorstellen wollen, sondern jetzt kommen wir mal zu den Neuheiten im Bahnbau, Gebäude. Was kann man noch dazu sagen? Ja, lassen wir es einfach mal so stehen. Serienmodelle. Okay, gut. Ja, was gibt es Neues im Bereich Bahn? Wir haben zum einen den Bahnhof Gummerdingen. Der könnte dem einen oder anderen, der hier aus unseren Gefilden kommt, bekannt sein. Wir sind zwar eher hier im Badischen, und die württembergischen Bahnhöfe. Ja, Gummerdingen finde ich halt ein sehr, sehr schönes Modell. Da sehen wir auch den Filmeinspieler dazu. Genau. Epoche 1 in dem Fall, in einem sehr guten Zustand. Lässt sich super integrieren, hat eine angenehme Größe, dass man so gut wie auf jede Anlage bekommt in H0. Und eben württembergische Einheitsbahnhöfe lässt sich halt, wenn man thematisch in diesem Bereich unterwegs ist, gut integrieren. Und ich finde einfach, es ist so ein Eyecatcher auf der Anlage, weil es ein sehr harmonisches Bild so abgibt. Es ist super gemütlich, sieht er aus. Also man hört die Vöglein zwitschern, man riecht die Dampfloks, noch was. Es ist ja so oft so, dass auf den Anlagen eben Nebenbahnstrecken dargestellt werden, wo ich halt nicht unbedingt jetzt einen Bahnhof Friedrichstadt hinstellen kann daneben. Stimmt. Und da finde ich, gibt es unglaublich viele Variationsmöglichkeiten über den kleinen Bahnhof, und der passt eben nicht nur in unsere Region hier. Klar, er hat seine Vorbilder hier. Hier gibt es eine sehr große Serie. Es gibt auch noch sehr viele Vorbilder davon, die auch heute noch stehen. Mhm. Aber ich kann den natürlich deutschlandweit einsetzen. Eigentlich klar. Aber es ist ein netter, schöner, kleiner Bahnhof. Macht Spaß, sowas zu sehen. Vor allen Dingen schon fix und fertig eingebaut. Da haben wir dann das Bild nochmal dazu. Wie gesagt, es ist so, heile Welt. Ja, was wollen wir groß dazu sagen? Aber das ist noch nicht alles. Es gibt ja noch einen Bahnhof. Soll ich was zum Wissenstag sagen? Also definitiv, das ist jetzt so ein bisschen die Not, die wir haben, wenn wir zu zweit hier sitzen. Ja, ich versuche mich die ganze Zeit zurückzuhalten. Jetzt kommt das Bahnhofsprojekt, liebe Freunde, wo Hendrik richtig aufblüht. Eins derer Projekte, ja. Ist tatsächlich ein tolles Projekt, der Bahnhof Winterberg, den wir haben. Wir haben ja mit Horrem eine Bahnhofsepoche begründet für uns im Programm, mit Epoche 6. Und haben dort sehr, sehr viel Zuspruch bekommen, auch für gerade viel junges Publikum, was wir haben, die das sehr gern bauen. Winterberg ist sicher ein richtiger Eyecatcher durch die imitierte Schanze, die drüber gelegt ist, aber auch durch das extrem coole Glasgebäude, was wir haben, wo man toll reingucken kann, wo eine Originalwerbung drin ist, wie sie uns tatsächlich sogar vom Stadtmarketing zur Verfügung gestellt worden ist. Also wir sind dort tatsächlich sehr, sehr vorbildlich. Für die, die dort wohnen und den ein oder anderen kleinen Makel entdecken, oder den Unterschied zum Vorbild, ist wichtig, wir haben all die Änderungen, die wir machen mussten, weil wir ein Kunststoffmodell haben, weil wir zum Teil aus Modulen arbeiten und Ähnlichem, haben wir mit den Architekten abgesprochen, die da dahinter saßen.
Und die haben das alles mit abgenickt bei der einen oder anderen Kleinigkeit, haben sogar gesagt, wenn das möglich gewesen wäre, das in 1:1 zu machen, hätten sie es so auch gern gemacht. Und ja, bis hin zu den Bahnsteigplatten, die wir haben, die auch eine Herausforderung waren, wie auch beim Horem damals, dass wir sagen, wir können den Bahnhof flächig einbauen. Wir haben die Bahnsteighöhe auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite können wir das Ganze entweder in die Fläche einbauen oder können es eben auf ein vorhandenes Niveau draufsetzen. Funktioniert. Bei diesem Bahnhofsmodell schließt sich ja für mich sofort die Frage an, wie viel Arbeit bzw. wie viele Vorgespräche und vor allen Dingen mit wem musstet ihr sprechen? Ich kann mir ja vorstellen, dass man nicht ohne weiteres das bauen kann. Die Architekten hast du ja schon erwähnt. Ja, also es ist tatsächlich so, dieses Modell, und das ist was mir für die Community grundsätzlich ganz wichtig ist, ist vorgeschlagen worden, auch von einem Kunden. Der kam mal so, ja, sagen wir mal, zwischen Tür und Angel und sagte, und hat eine Mail geschickt und hat gesagt, Mensch, wollt ihr den nicht machen? Und dann haben wir uns den angeguckt. Ich kannte den jetzt auch nicht. Ja. Das war auch noch zu einer Zeit, bevor er als Bahnhof des Jahres ausgezeichnet wurde. Und dann haben wir uns den angeschaut und haben gesagt, das ist ein extrem cooles Modell. Also wenn wir schon eben in diese Epoche reingehen, dann wollen wir natürlich auch was machen, wo die Leute Lust drauf haben. Und dann habe ich den gebeten und habe gesagt, er kam aus Winterberg. Ich sagte, dann möge er uns doch bitte ein paar Fotos schicken direkt. Das hat er gemacht im strömenden Regen. Also es war wirklich für uns Aufopferung. Ja. Ein Fan. Und auf der anderen Seite, sobald wir dann solche Sachen haben, uns dafür entscheiden, den Schritt weiterzugehen, gehen wir natürlich in die Pläne rein. Wir versuchen jetzt gerade bei diesen neueren Gebäuden die Architekten auch mit ins Boot zu nehmen. Und Dinge mit denen abzusprechen. Zum einen wollen wir da keinem wehtun. Ja? Also der sagt, oh, die haben meinen Entwurf versaut in irgendeiner Form. Auf der anderen Seite ist es natürlich für uns auch viel einfacher, dann Dinge nachzuvollziehen. Sagen, warum habt ihr das so gemacht? Oder wie habt ihr denn zum Beispiel diese Doppel-T-Träger gebogen, die oben den Bahnhof überspannen? Sowas ist ja in der Ausführung, in der Größe eigentlich gar nicht möglich. Und dann kriegt man so ein bisschen Hintergrundinformation. Und das kann technischer Hintergrund sein bei bahnnahen Themen oder bei unserer, zum Beispiel bei der Chemieanlage, die wir hatten, ja, wo wir wirklich mit der BASF zusammengearbeitet haben. Und da sind es die Architekten, mit denen wir zusammenarbeiten, wo wir natürlich extrem glücklich sind, wenn die dann auch am Schluss sagen, genau so könnten wir uns das super gut vorstellen im Modell. Ein wunderschönes, superschönes Modell. Die Modellbahner werden es sicherlich sehr dankbar aufnehmen. Es ist ein außergewöhnliches Modell und wie man so schön sagt, so ein gewisser Eyecatcher im Bahnhofsbereich ist es schon. Also wer moderne Bahnen liebt und sagt, ich wollte schon immer mal einen modernen Bahnhof haben, der Bahnhof Winterberg, liebe Freunde, ist schon ein tolles Ding. Und der hat noch einen riesengroßen Vorteil, man kann reingucken. Ich habe innen drin die Möglichkeit, total viele tolle kleine Szenen auszugestalten, die mir in einem normalen Bahnhof vielleicht gar nicht gegeben sind, aber durch die Glasfassade, vielleicht noch mit Beleuchtung innen drin, habe ich halt einfach schöne Möglichkeit, da Bahnautomaten reinzustellen oder kleine Szenen, wie die Leute mit ihren Koffern zur Bahn rennen, weil sie spät dran sind. Das ist nicht gut. Aber gibt es das? Die Möglichkeiten sind vielfältig und ich finde, wenn man gerade so ein Bahnthema auf seiner Anlage hat, bietet sich es einfach unglaublich an, wenn man da so eine schöne große Glasfront hat, das auszugestalten. Also da gibt es auch sicherlich viel Zubehör bei Fallert zu finden in der Berichtung, denke ich mal. Da kann man dann auch noch wuseln auf den Webseiten www.faller.de, denke ich mal, sollte man fündig werden. Ja. Ganz bestimmt. Okay, ja, als nächste Neuheit auf meinem Spickzettel, auf meinem elektronischen, habe ich einen ganz seltsamen Namen gefunden. Ich konnte mir erstmal nichts drunter vorstellen, bis ich das Bild gesehen habe und sage, klar, logisch, die Rossmühle. Also wer ist auf die Idee gekommen? Werner die Rösser gemalt? Nein, das wollte ich jetzt nicht sagen, die Rösser gemahlen. Aber die Rösser sind ganz wichtig. Ist das typisches Gebäude für die Gegend? Gar nicht. Das ist tatsächlich was, das kommt aus einer ganz anderen Region. Also wir haben Raden als Vorbild jetzt in dem Fall genommen, weil es auch wirklich als historisches, aufgebautes Modell dort noch steht im Freilichtmuseum. Kann es eben verglichen werden mit unserem Modell, was wir haben. Und
Ja, also es ist zugegebenermaßen auch so, dass als das an uns herangetragen wurde, wir auch nicht gesagt haben, wieder ja, haben wir alles schon gesehen. Kundenwünsche. Ja? Macht zu, Leute, die bauen, was ihr wollt. Ja, es ist schon so. Ja. Es ist, ich meine, das ist, um eben das jetzt nochmal mit Winterberg zu sagen, ja, sowas dauert halt unter Umständen 4-5 Jahre, bis es umgesetzt ist. Aber es kommt. Also wir bemühen uns darum schon. Nein, also bei Raden ist es tatsächlich so, dass es einfach ein tolles Thema ist, was halt auch bewegbar ist. Und das ist sicher etwas, was mehr als so manche andere sehr kleine Bewegung, die ich habe, halt auch wirklich ins Auge fällt. Ne? Ja. Und das heißt, selbst wenn ich das Modell in den Hintergrund setze, dann habe ich eine besondere Bewegung, wo ich auch mit dem Auge mal ein bisschen drauf bleiben kann. Können wir das vielleicht nochmal einspielen, liebe Regie? Das wäre interessant oder nochmal zu sehen. Also die Rösser rennen da rum und mahlen Getreide auf gut Deutsch. Genau, da ist wirklich so, dass dieses Pferd treibt diesen Schwingel, den man da sieht, an. Ja. Und der geht oben in den Kopf und da wird tatsächlich dann über ein Getriebe innen direkt die Mühle betrieben. Und das hat tatsächlich sehr gut funktioniert und war erstaunlich weit verbreitet auch. Also wo wir dann angefangen haben zu recherchieren, da gab es die dann auf einmal überall, auch wenn wir vorher nicht drüber gefallen sind. Ja. Und es ist einfach eine total schöne Alternative auch mal zu dem, was man ja sonst von uns kennt. Wir haben einen Haufen Windmühlen, wir haben Wassermühlen. Und das ist jetzt einfach mal eine neue Variante, kann die sich auch schön bewegen lässt. Ich hatte eine Wassermühle als Kind, da war ich Stöppel, 13, 14 Jahre, da musste man, das ging mit Echtwasser, da war eine Pumpe unten, da war so ein kleiner Berg hinten imitiert und dann hat man so einen kleinen Stöpsel gehabt, den konnte man bewegen, um den Wasserzulauf, zu regulieren, damit sich das Rad nicht so schnell dreht, aber dadurch, dass die immer vibriert hat, wurde die immer schneller. Man war eigentlich nur mehr am Stellen als mit der Modelleisenbahn spielen, aber das stimmt, Faller war da schon sehr innovativ in der Richtung. Ja, die Rossmühle. Schicke Sache und auch ein sehr interessantes Modell, denke ich mal. Das ist schon das dritte. Ich habe jetzt schon drei Modelle gezählt, die sehr interessant, die ich sehr interessant finde. Also ich persönlich. Ist gut, dass du sagst interessant und nicht nett. Ne? Ja. Vielleicht ein Thema noch, das ist mir zur Rossmühle ganz wichtig. Zum einen, also die kommt sehr bald in den Handel. Ja. Das ist das eine. Und das andere ist es wieder mal eins derer Modelle, wie zum Beispiel unsere Segmentdrehscheibe, wo wir drauf geschaut haben, auf der einen Seite die Technologie Lasercut einzusetzen, wo wir es für sinnvoll halten, also für Echtholzteile und solche Dinge. Auf der anderen Seite aber die Antriebsteile in Kunststoff ausführen, damit einfach die Lebensdauer entsprechend auch hoch ist und die Funktion auch hundertprozentig gegeben ist. Sollte ja auch ein paar Jahre halten, denke ich mal, ja. Ja, nächstes oder weiteres großes Thema, das hatten wir ja auch bei uns schon immer im Live-Shopping, liebe Zuschauer, wer uns regelmäßig sieht, weiß das, dass es so ist. Interessant, die sogenannten Aktionssets. Das ist, also ich persönlich finde es eine coole Erfindung, weil erstmal kostengünstig, also es ist ein besonderer Preis und die Aktionssets beinhalten ja meistens mehrere Dinge drin, also immer eigentlich. Immer. Ja. Also man kann. Das hat dieser Set. Ja, deswegen heißt das Set. Der Mann. Ja, also ich zum Beispiel Weindorf kenne ich noch oder Schieß mich tot. Also das sind also interessante Sachen, die man dann im Ganzen aufbauen kann. Das wird es dieses Jahr weitergeben. Auf jeden Fall. Also es ist tatsächlich so, dass wir immer versuchen, im Frühjahr so einen kleinen Punkt zu setzen dafür und dann auch später im Herbst nochmal das zu tun. Wir haben ja früher, viele wissen das, für einen großen deutschen Discounter das über 13 Jahre gemacht und waren dort damals eins der langlebigsten Non-Food-Artikel, die der überhaupt im Sortiment hatte. Mhm. Das ist heute leider nicht mehr so, leider auch für viele draußen, weil wir wissen, dass Clubs und Ähnliche sich auch dort eingedeckt haben, sehr gern. Aber wir haben auf jeden Fall gesagt, wir wollen das aufrechterhalten, weiterleben und haben dementsprechend die Aktionssets nach wie vor im Programm. Was uns da wichtig ist, ist auf der einen Seite das, was ich letztes Jahr auch mal so ein bisschen versucht habe zu erklären und anzudeuten. Deshalb haben wir letztes Jahr auch auf den Messen jetzt im Herbst die Anlage dabei gehabt, die nur aus Aktionssets bestand. Das heißt, kann man auch hinkriegen, die ganze Anlage nur aus... Ja. Nein, im Gegenteil, es ist sogar wahrscheinlich die einfachste Lösung. Natürlich ist es nicht so individuell und ich habe jedes einzelne Modell so rausgesucht, wie es mir jetzt genau gefällt oder wie es jetzt genau in die Epoche, die ich baue, passt. Ja, klar.
Aber ich weiß einfach, wenn ich die Sets kaufe, die passen zusammen. Die passen sowohl maßstäblich die Gebäude zusammen, die da drin sind, hundertprozentig thematisch, als auch für die Epoche. Die passen farblich natürlich zusammen. Und wir gucken dann immer, dass wir so ein bisschen Themenblöcke raussuchen. Das Erste, was es dieses Jahr jetzt geben wird, ist wieder eine Brauerei als Aktion. Das Peschel-Bräu. Wer in der Branche ein bisschen unterwegs ist, kennt einen Herrn Peschel, hat aber tatsächlich mit dem nichts zu tun. Aber trotzdem, wir haben gesucht, haben das gefunden und sofort an ihn gedacht. Deshalb haben wir jetzt das Peschel. Es ist ja immer wieder interessant. Hendrik sagt gerade Brauerei-Bräu. Wenn wir Modelleisenbahnrollenmodelle vorstellen, meistens sind Bierwagen dabei. Es scheint ein beliebtes Thema zu sein, ne? Ja. Bietet sich halt unfassbar gut an. Also ich kann mit der Bahn direkt... Schmeckt auch gut. Bier schmeckt gut, das ist zum einen. Ja. Ja. Und ich kann natürlich mit der Bahn total viele Kombinationen schaffen. Ich habe Ausgestaltungsmöglichkeiten jetzt eben wieder wie bei der Bahn. Ich kann davor, dahinter witzige Szenen ausgestalten mit vielen Figuren und Paletten und Fässern und allem Möglichen und habe halt die Möglichkeit, meinen Bahnanschluss an die Brauerei anzuschließen, dass ich das eben mit in Kombination bringen kann. Und ich finde, die Entwicklung hat dieses Jahr echt eine coole Brauerei rausgebracht, muss ich wirklich mal loben an der Stelle. Als ich die zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich mir so, ich glaube, da weiß ich schon, was bei mir dieses Jahr noch so ansteht. Eine Brauerei. Genau, da freut jeder von uns. Ja. Jeder hat eben seine Privatbrauerei. Es ist richtig, es ist ein schönes Thema. Man kann ja Brauereigebäude auch innen schön ausstatten, wenn man das möchte und so weiter. Schon dafür braucht man ganz viel Platz auf der Anlage, wenn man es richtig machen möchte. Also das ist dann schon richtig. Ja, das ist drumherum. Das ist auch interessant. Das wird uns auch die nächste Zeit umtreiben. Übrigens auch ein Wunsch, der häufig von draußen reingekommen ist, ist eine moderne große Brauerei zu machen. Das ist ja unglaublich, wenn man sich solche Geschichten anschaut in Luftaufnahmen, wie groß eine moderne Brauerei, wie jetzt ein Warsteiner oder sowas ist, die füllen ja Täler. Das ist ja nicht mehr normal. Also so wie du sagst, der Platzbedarf ist gigantisch. Ne? Biergebäudekeller. Nein, und da finde ich jetzt auch schön, dass das Peschel-Bräu, was wir haben, ist auch ein Gebäude, was der ein oder andere vielleicht kennt, was eben aber komplett in einer neuen Farbgestaltung, in einer neuen Zusammenstellung kommt. Innenthema im Sudhaus ist mit Kesseln versehen. Ja. Also ich kann reingucken durch die großen Fenster und sehe das auch, was es ist tatsächlich. Und da finde ich schon, man spinnt halt mehr drumherum als jetzt um, von mir aus eine Maschinenfabrik oder sowas. Ne? Das ist halt eine Maschinenfabrik. Da muss man sich dann schon zusätzlich was einfallen lassen für die Brauerei. Da kommen halt die Kupferkessel schon mit. Mir fällt gerade was ein. Es ist ja schon das vierte Modell, wo ich sage, das ist schon... Die beiden Herren haben mir gerade gesagt, dass sie Wünsche entgegennehmen. Jetzt bin ich mal Lokalpatriot. Liebe Görlitzer, da gibt es eine ganz tolle Brauerei, die nennt sich Landskronenbrauerei, aus der Gründerzeit. Ein Wahnsinnsgebäude. Ja. Ist angekommen. Ja. Ist angekommen. Ich habe es erfüllt. Ich habe es getan. Okay, gut. Brauerei ist, wie gesagt, tolles Thema. Schon durch das Innenleben, so ein Gebäude, wenn man es richtig beleuchtet, ist klar, mit den Kupferkesseln, das ist dann schon eine tolle Sache. Und da ist natürlich dieses Thema mit dem Set auch wieder wichtig, dass wir da kannst du da Brauereisets dann, anbieten. Genau, also da gehört halt auch das Thema dazu, dass ein Industrieschornstein mit dazu gehört und die Ausgestaltung, dass die einfach da ist und dass sichergestellt ist, dass die Sachen zusammenpassen. Mhm. Und dann kann ich so ein Thema auch viel leichter umsetzen. Ein weiteres tolles Thema, Gestaltungsthema, wir bleiben ja beim Gestalten, sind die Laser-Cut-Minis. Andreas, sag was dazu. Also das ist tatsächlich für mich so eine gewisse Herzensangelegenheit, unsere Laser-Cut-Minis, weil wenn ich mir so einen Garten anschaue und ich habe da mein Haus und hinten dran eine Wiese, dann fehlt mir immer noch irgendwie was. Mhm. Und da haben wir jetzt eben dieses Jahr eine Gartensauna zum Beispiel und eine kleine Grillhütte. Und die ergänzen einfach die Szenerie noch mit einfach einer netten Kleinigkeit, die noch so on top kommt, die jetzt nicht so ein riesen Gebäude wie jetzt zum Beispiel eine Brauerei sind, sondern einfach was, zwar ein Gebäude, aber was zur Ausgestaltung. Aber Grillhütte, muss nicht riesig sein, aber da kann die Menge, die da zu Besuch kommt, riesig sein. Grillen und Bier gehört ja auch irgendwo zusammen. Ja. Aber das sind sicherlich, was ist ein Teenie-Haus? Das sind doch die neuen Tiny-Haus, genau. Kleine Häuser haben wir jetzt auch im Programm. Finde ich auch eine total spannende Sache, weil man muss sich ja auch immer wieder der Zeit anpassen. Und es ist so ein Trend, den es im Moment gibt und den haben wir jetzt auch mit ins Programm aufgenommen, weil diese Tiny-Häuser einfach teilweise architektonisch echt cool sind. Mhm. Und wir haben jetzt in unserem Fall eins aus Holz. Und
als ich das gesehen habe, dachte ich mir, oh ja, das gefällt mir auch richtig gut. Hat einen ganz eigenen Charme und ist sehr gehört ja in die heutige Zeit, ist klar. Ich habe das schon mal im Fernsehen gesehen, es ist Wohnen auf kleinster Fläche. Für mich wäre es nichts, das bin ich ganz ehrlich. Ich brauche Platz. Aber es ist der Trend, der Zeittrend, vor allem für Studenten, die dann sich teure Studentenbuden nicht leisten können, ist das auf alle Fälle eine Alternative. Wir aber wollen ja auch nicht, dass du einziehst in so eins. Wir wollen, dass du so eins einbaust auf der Anlage. Okay, ich nehme eins mit. Aber es ist tatsächlich so, dass dieses Thema Platzbedarf halt wirklich häufig da ist. Hm. Ich meine, wir haben jetzt Modelle gebracht in den letzten Jahren, wo der ein oder andere vielleicht auch mit dem Kopf geschüttelt hat, wie jetzt ein Kloster Bebenhausen oder ein Schloss Brahen, was wir gemacht haben. Jemand, der so ein Thema macht, der ist natürlich bereit, den Platz dafür zu opfern oder sogar ein eigenes Diorama zu bauen. Aber ganz häufig ist es doch so, wenn ich all das schon gebaut habe, ich habe meinen Ringlokschuppen, ich habe meinen Bahnhof, ja, ich habe meine Nebenbahnstrecke, ich habe meine Berge, ich habe meine Topografie insgesamt und dann habe ich viele Flächen, die ich noch gestalten muss, die aber nicht unbedingt Platz hergeben, um da große Gebäude draufzusetzen. Und da sind sowohl die Lasercut Minis allgemein, als auch ganz speziell natürlich das Thema Tiny House perfekt für geeignet. Aber es ist keine blöde Frage, aber Hamsterkäfig, wie muss ich mir das jetzt gerade mal vorstellen? In dem Fall ist tatsächlich... Kriege ich eine Lupe zum Gucken, oder? Wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Es ist tatsächlich kein Hamsterkäfig, sondern ein Kleintiergehege, so ja, heißt es. Weil man kennt es ja aus vielen Gärten, dass da einfach die Hasen im Garten in so einem Kleintiergehege sind. Ja, und stimmt. Da wir ja unsere Figuren auch permanent erweitern, haben wir gedacht, das lässt sich ja ganz gut verbinden. Vielleicht so ein paar Häschen im Garten. Dementsprechend, der Hendrik hält sie hier schon. Hendrik, hast du sie hier in der Hand? Wir stellen die mal hier. Vielleicht kriegen wo soll ich die denn hinstellen? So weit vorstellen? Wir stellen das mal vor. Ich muss es schon feixen, wie ich das gelesen habe. Man kann ja Hamster anflocken. Also ich meine Leine mal. Ja, jetzt gucken wir mal, ob wir den Hamster kriegt. Es sind nette, also wirklich nette Gimmicks, nette Teile, die man da... Also sieht man jetzt auf der rechten Seite, ja, die beiden kleinen Häschen sitzen. Das andere sind jetzt... diese hier, genau. Also ein Luchs würde ich jetzt nicht unbedingt jetzt im nicht Garten halten. Nein, nee, aber das sind dann die Tiere, die man halt in den Wald setzen kann. Aber die beiden Häschen passen ganz gut in so ein Kleintiergehege. Und das ist eben auch eins der Lasercut Minis. Also sind diese Lasercut Minis zusammengefasst fürs Hinterhaus, fürs Einfamilienhaus oder für einen Garten gedacht, wo man also noch so ein paar Ausschmückungsteile braucht oder unbedingt hinsetzen muss. Nicht nur, es gibt zum Beispiel auch einen Spielplatz, den wir als Lasercut Mini haben, also wirklich so ein Kinderspielplatz, ja, wie man ihn kennt. Der wäre jetzt für einen Garten vielleicht schon ein bisschen groß, wobei geht auch, es gibt ja auch welche, die haben vielleicht einen größeren Garten. Machst du Streichel zu ihm. Aber es geht im Endeffekt einfach darum, die vielleicht was vorhanden, ja, ist, noch was zu integrieren, ja, was einfach sich gut ergänzt. Das ist gut. Genau, ist halt für die Leute, die sich keine Brauerei im Garten stellen können. Zum Beispiel, die nur eine Grillhütte nehmen und sich ein paar Freunde einladen und eine Kiste Bier schleppen müssen, reicht aber genauso. Nein, sind tolle Ideen. Was habe ich von so gemacht? Die Hand ist voll. Geht das jetzt weiter so? Ich habe bloß zwei Hände. Hau rein. Okay. Ja, Thema Figuren. Wir bleiben dabei, liebe Freunde. Auch da gibt es... weitere Entwicklungen oder mehr dazu. Hendrik hat es ja gerade angesprochen. Schloss Dracula, sage ich immer. Aber für das Schloss Brahen zum Beispiel, kann man sich noch Leute dazu kaufen jetzt? Leute ist schön. Leute dazu kaufen. Leute dazu Menschen kaufen. Dazu kaufen. Menschen? Nein, Figuren. Okay, Figuren. Wir brechen es runter auf Figuren. Sag was dazu. Ja. Also wir haben eben ganz speziell jetzt fürs Schloss, die sind jetzt gerade in der Auslieferung, ja, eben die Figuren, die ja mit diesem Dracula-Thema zusammenhängen, das war ja... Ist der schon dabei, der Dracula? Wie dabei? Ja, der ist in dem Figurenset, ist der dabei. Okay, gut. Einmal beißend und einmal aufstehend aus dem Sarg. Boah. Genau, zusammen mit den Kollegen, also kleine Fledermäuse sind auch dabei, boah, das ist ganz cool. Das ist, wir wissen übrigens, dass diese Fledermäuse nicht ganz maßstäblich sind, aber das ist ja auch ein Dracula-Schloss, was wir haben. Da dürfen die auch ein bisschen größer ausfallen. Ich finde aber, die sind total cool geworden, ja, und man kann sie als solche halt auch erkennen. Es ist so eine, die pennt, so kann man sich hinhängen an Sachkähne und dann eben noch eine, die fliegt richtig. Finde ich total, ja, schön als Accessoire.
und passt natürlich zu dem Thema Burg. Und ich glaube, ich kann sowas auch, so klein sowas ist, ganz gut in Szene setzen, auch um einen Turm rum oder farbige sowas Lichter. Funktioniert das gut. Ja? Aber Fledermäuse zu klein, das macht überhaupt keinen Spaß, die müssen schon zu sehen sein. Eben. Na, und wir haben ganz andere Sachen, die natürlich in diesen Themenkomplex auch reinpassen, wie jetzt zum Beispiel... Die Leute, die es geschafft haben, Herrn Dracula zu entkommen. Ja, genau. Da haben wir eben auch Ritterfiguren für die Burg. Also wenn ich einfach die Burg in einem anderen Kontext sehen will, als in diesem Filmkontext. Ja. Und da finde ich, da ist uns schon der ein oder andere richtige Wurf gelungen. Also da ist ein Hofnarr dabei. Ne? Wir sagen jetzt nicht, wer der Pate für gestanden ist. Und dann haben wir Ritter dabei, die einen Zwiehänder halten und total schön farblich gestaltete Figuren, wahnsinnig detailliert. Und da kann ich natürlich solche Themen ganz anders behandeln, als ich es vielleicht mache. Da haben wir es gerade. Der Hofnarr war auch zu sehen. Ich kann Ihnen sagen, liebe Freunde, ich habe sehr lange Modell gestanden, ich habe auch viel Geld kassiert dafür. Ja, also richtig. Wenn Sie mal als Figur bei Faller auftreten wollen, können Sie sich auch bewerben. Ne? So ein bisschen, also ich musste eine Woche stillstehen und so in einziehen. Der Position, das war schon recht schwierig. Okay. Nein, es gibt also natürlich keine direkte Verbindung zu lebenden oder verstorbenen Personen, ist klar. Muss man immer dazu sagen, es könnte ja jemand Ansprüche haben. Genau. Das ist richtig. Nein, aber ich finde, das ist ein total, ja, also wir haben eben in dem Set den Hofnarren drin, wir haben einen Falkner mit drin, wir haben die Ritterfiguren, die Rüstung mit drin und ein Wächter, der mit Hellebarde am Eingang steht. Also ich finde, das sind Sachen, die passen halt super zu dem Thema. Klar. Und das ist jetzt in der Form jetzt auch nicht unbedingt was man überall findet. Ja, und selbst sieht. Wenn man einen Rittermarkt aufbauen will, passt ja auch in die heutige Zeit. Es gibt ja so, da werden ja solche Figuren ja auch gebraucht. Ne? Genau. Super. Ja, dann sind wir in der Innenstadt. Ja. Was fällt uns auf? Wenn wir mal die Modellbahnanlage angucken und wenn wir wirklich in die Welt nach draußen gucken. Es sind nur Autos unterwegs. Ja gut, das vielleicht auch. Aber uns ist was aufgefallen. Und zwar, heutzutage läuft ja so gut wie jeder mit Tablet oder Handy rum. Und auf der Modellbahnanlage hatten wir das ja lange Zeit nicht. Dass es Leute wirklich so präsent gibt, die mit Smartphone, Handy und so weiter warten oder in der Innenstadt unterwegs sind. Folglich haben wir jetzt diese Ergänzung noch mit den Figuren. Einmal die wartenden Personen, die es eben dann auch in N gibt. Oder hier die in der Innenstadt, das Set. Und eben da sind Telefonierende dabei oder Leute, die telefonieren. Und einfach so Freizeit, in Freizeit-Look. Mhm, ja. Und das ist eine total tolle Ergänzung. Wenn ich meine Stadtanlage habe, dass ich da einfach noch ein paar Figuren mehr habe, die einfach in die moderne Zeit passen. Wobei sich dieses Figurenset, wir haben es ja gerade gesehen, diese 7 Figuren sicherlich weiter erweiterbar sind. Man kann ja noch viel, viel, viel mehr Menschen nachformen und das ergänzen. Also ist ja ein schier unerschöpfliches Thema. Ist ein uferloses Thema. Wir werden allein dieses Jahr 100 weitere Figurensets wahrscheinlich rausbringen, um das zu komplettieren. Wir wissen, dass jedes Set immer nur ein paar Leute anspricht, natürlich, die genau das brauchen. Wie wir jetzt diese modernen Figuren hatten, mit den Smartphones zum Beispiel, ist ja jetzt nicht unbedingt was für eine Epoche 2-Anlage. Ne? Da werden die ihrer Zeit voraus. Aber auf der anderen Seite ist es auch wieder dieses Thema, wo wir vollständig sein wollen und müssen, wenn wir einen Bahnhof Winterberg bringen, dann brauchen wir aber die passenden Figuren zu. Da kann ich jetzt niemanden hinstellen unbedingt mit einem bodenlangen Kleid. Ja. Das ist dann was für eine andere Epoche normalerweise. Also einzelne Personen, ja. Könnte man machen, die gerade in die Oper fährt. Winterberg hat... Nein, aber bei Winterberg fällt mir das Stichwort ein, Winteranlagen. Da gibt es ja auch Figuren, die in Schlitten ziehen, die Skier vielleicht möglicherweise auf der rechten oder linken Schulter tragen. Also da gibt es bestimmt noch viele, viele Möglichkeiten, denke ich mal. Genau, aber wir haben jetzt allein zum Beispiel das Thema Weihnachtsmarktbesucher. Es gibt so viele Szenen, die auf der einen Seite eben speziell sind, auf der anderen Seite einem halt auch so ein bisschen den Anstoß geben, um Ideen zu haben für die Anlage. Da ist auf jeden Fall für die nächsten 40 Jahre noch genug Futter da. Haben Sie es gemerkt? Da spricht die Begeisterung. Also ich durfte hier nicht arbeiten. Ich hätte ja Stoff für die nächsten 1000 Jahre, was ich alles machen würde und könnte. Aber es ist toll zu hören und zu sehen.
was alles an Ideen hier schlummert und was dann schon mal so vorausgedacht wird. Ich finde das ganz große Klasse. Was verstehe ich unter wartenden Personen? Sind das jetzt welche, die auf dem Bahnhof sitzen, die in der Bushaltestelle sitzen oder was ist das? Das ist total flexibel einsetzbar im Prinzip. Also ich warte ja in der Regel sowohl am Bahnhof als auch am Bus als auch vielleicht an anderen Orten. Ja. Und folglich kann man diese Figuren halt total flexibel einsetzen. Gibt es dazu ein Bild? Können wir da was sehen? Da sind die wartenden Personen. Genau, was? Es gibt noch einen mit Buch und die anderen. Hier zum Beispiel der zweite von links, der auf sein Smartphone guckt. Auch da nochmal das Thema. Ja, genau. Genau, einer, der auf die Uhr schaut. Ja, das ist eine pünktliche Person, der auf die Uhr guckt. Der guckt und sagt jetzt, wo bleibt mein Bus? Nein, das finde ich gut. Die Wartenden, also immer 7 Figuren und dann lasst ihr euch immer Spielraum offen? Ja, nicht immer 7. Also es ist die Sets, die variieren extrem. Also es geht los mit 3 Figuren, wo wir jetzt unsere Vespa-Fahrer zum Beispiel da haben, bis hin zu Sets mit 36 Figuren, die wir haben. Mhm. Also das ist immer so ein bisschen auch dem Thema geschuldet. Ne? Also wenn ich jetzt eine Gruppe Hirsche habe oder sowas, dann ist mit 7 halt noch nicht Schluss, dann gibt es noch ein paar mehr, damit sich das Thema halt auch gut darstellen lässt. Dann gibt es nach den Aktionssets auch noch die Monatsartikel. Da kommt jeden Monat ein neuer Artikel. Kann ich das so interpretieren? Ganz genau richtig. Wir haben 12 Monatsartikel, allein für den H0-Bereich. Und dann gibt es nochmal, das ist so eine Spezialität von uns, für N machen wir auch Monatsartikel alle 3 Monate. Aber nicht für TT, muss ich dazu sagen. Alle 3 das machen wir immer in den Zwischenmonaten, machen wir es für TT. Das ist ich höre es gerne. Nein. Also ich will das auch nicht ins Lächerliche ziehen, das Thema TT, das ist nach wie vor, und ich sage es jedem, ich habe es auch dieses Jahr wieder, als wir in Leipzig auf der Messe waren, wo das einfach ein großes Thema ist, immer wieder gesagt, wir haben das auf dem Schirm, wir schauen uns das an. Wenn da explizite Vorschläge sind, gern auch an uns rantragen. Wir versuchen immer wieder auch diese Lücke ein bisschen zu füllen, aber es gibt im Moment einfach leider nicht genug her, als dass wir ein komplettes Sortiment anbieten können. Dann müssen wir ja auch dazu sagen, auch ehrlicherweise, dass die TT-Sparte, um Gottes Willen, nicht ganz so groß ist wie die H0-Bahner. Das muss man ja auch mal sagen. Aber es ist eine Gruppe, die da ist. Ja, und es ist eine Spurweite, die durchaus eine extreme Daseinsberechtigung hat, weil einfach in dem Maßstab viel machbar ist. Also es ist schon so, ich selber habe ja schon ein paar Mal gesagt, ich bin eher so aus der N-Ecke. Und es ist schon so, dass es da Dinge gibt, die mich zum Wahnsinn treiben oder die technisch nicht mehr umsetzbar sind, wo ich mir denke, in TT sind die umsetzbar. In H0 habe ich halt schon wieder das Problem mit dem enormen Platzbedarf. Dafür habe ich, genau richtig, wie du sagst, natürlich dort eine vollkommen andere Auswahl, weil es halt die dominierende Spurweite noch ist. Das ist richtig. Aber wie gesagt, es hängt auch schon ein bisschen damit zusammen. Und das verstehen wir TT-Bahner schon. Gott sei Dank. Ja, Monatsartikel. Also, jeden Monat ein neuer Artikel sozusagen im H0-Bereich erstmal und dann hast du gesagt im N-Bereich. Genau, für N machen wir das auch. Wichtig ist bei den Artikeln, die wir dort haben, das sind immer limitierte Modelle. Die sind also immer auf eine gewisse Stückzahl festgelegt, nur solange der Vorrat reicht. Es ist auch so ein bisschen dafür gedacht, zum Teil Themen anzuteasern, die wir auch ansonsten mit Neuheiten oder mit Standardartikeln befüllen draußen. Schönstes Beispiel ist der Brückentag gewesen, den wir im September vorletztes Jahr hatten. Deswegen die alte Holzbrücke. Da ist ja, genau. Haben wir dieses Jahr auch wieder einen, wo es dann um Themen wie Accessoires geht, wo wir aber dann auch sagen, in dem Monat legen wir auch ein besonderes Augenmerk darauf. Das ist jetzt gerade das Thema Filme auch, was wir machen, Basteltipps, die dann da drum sich ranken. Und häufig auch Themen, die vielleicht als kompletter Themenkomplex gar nicht so in den Neuheiten sich wiederfinden könnten. Also dass wir jetzt sagen, wir haben ein Thema wie vor vielen Jahren unseren Zoo zum Beispiel, dafür brauche ich einfach enorm viel. Das funktioniert natürlich mit Monatsartikel nicht. Auf der anderen Seite kann ich dort ein einzelnes Highlight aus einem Themenbereich bringen und dort entsprechend transportieren. Und das ist dann aber limitiert und nur für eine gewisse Zeit verfügbar. Verstehe ich das jetzt richtig, dass die Monatsartikel, die wir jetzt auch per Bild sicherlich vorstellen, jetzt für Januar, Februar, März schon geplant sind, oder? Nein, sind sie nicht. Noch nicht geplant? Also geplant ja, aber nicht in der Reihenfolge, sondern wir haben jetzt mal wir haben jetzt einfach mal beispielhaft 3 Modelle rausgenommen. Okay. Ja. Weil ich fand es ganz interessant,
wir haben dieses Jahr relativ viele Brücken, meiner Meinung nach. Aber das ist vielleicht auch eine Lücke, die jetzt in der letzten Zeit so ein bisschen entstanden ist, dass man vielleicht sagen kann, mir fehlt jetzt an der einen oder anderen Stelle noch eine Brücke. Und dass ich eben nicht nur eine Brücke zur Auswahl habe, sondern halt verschiedene, hat es sich ganz gut dieses Jahr angeboten, ein paar Brücken. Also geht es eigentlich darum, den Modellbahnern weiter zu vermitteln. Freut euch auch auf die Monatsartikel, da kommt sicherlich was. Und immer schön auf faller.de schauen, da findet ihr wahrscheinlich die Artikel ganz aktuell. Zum einen findet man sie dort, ich glaube sogar in Gänze, ne? Also man sieht, in wann Gänze, was erscheint. Das ist, was aber vielleicht halt auch schön ist, ist so ein bisschen das Thema Fachhandel, ne? Also wir versuchen bei diesen Artikeln natürlich auch wirklich sehr pünktlich zu sein für den jeweiligen Monat. Und es ist vielleicht auch einfach ein Grund, mal vorbeizuschauen bei seinem Fachhändler, zu gucken, was sonst da ist. Und wie gesagt, bei etlichen Modellen, die wir dort hatten, dadurch, dass die auf eine verhältnismäßig geringe Stückzahl limitiert sind, sind die dann halt auch flott weg. Und das heißt, da muss ich halt dort an der Stelle mal schauen. Sein. Und das ist meistens so. Wir hatten die alte Holzbrücke. Ich weiß nicht, ob es das Bild von der Stahlbrücke zweigleisig gibt. Da ist sie. Genau, total cooles Modell. Hat, soweit ich weiß, 1,10 Meter Spannweite, also Gesamtbreite. Und gerade wenn man jetzt im alpinen Bereich unterwegs ist, bietet sich das total an, dass man mal eine richtig schöne Schlucht überqueren kann mit zwei Gleisen drauf, kann da schön seine Züge drüber fahren lassen und gibt einfach ein tolles Bild, wenn da die Züge drüber rollen und halt auch mal eine entsprechende Länge haben. Paradestrecke sozusagen. Genau, ja. Eine Hindenburger Strecke. Und trotzdem ist es halt nicht so ein Drum. Ne? Ich meine, wir haben ja jetzt letztes Jahr unser Rehtalviadukt vorgestellt, die große Spannbetonbrücke, die wir haben. Das ist natürlich ein massives Bauwerk, was auch da sich nicht wirklich zurücknimmt, modern wie es ist. Das war halt was Modernes, ne? Genau, und bei der Brücke haben wir natürlich jetzt dieses Filigrane mit der Stahlträgerkonstruktion, die nimmt sich vor dem Hintergrund auch wirklich zurück, auch wenn sie so groß ist. Also wie du sagst, perfekt für eine Paradestrecke. Denke ich auch. Und ein bisschen abweichend davon, ein Naturkundemuseum. Da ist es. Ein Naturkundemuseum. Das Wichtigste, was dazugehört, ist auf dem Bild nicht zu sehen. Das wäre? Da hat irgendjemand wieder nicht auf mich gehört. Das Naturkundemuseum kommt mit einem Mammut. Mit einem nicht echten, aber verdammt echt aussehenden Mammut. Auf dem Sockel davor stehend oder im Gebäude? Im Gebäude sieht man schon. Genau, im Gebäude sind alle anderen. Ne? Alle anderen, das Mammut steht draußen. Genau. Okay. Nee, das Mammut steht draußen und ist eben dort auch also wirklich eine imposante und exklusive Figur, die wir haben. Und finde ich gerade in dem Kontext schön, was wir haben. Gehört zum Naturkundemuseum ganz einfach. Nicht nur den kleinen Bienchen und Würmchen, sondern auch ein großes Mammut. Eine Kleinigkeit übrigens zum Thema Museum, die mir da auch echt ein bisschen am Herzen liegt. Für den einen oder anderen mag es interessant sein. Das ist jetzt gerade ganz aktuell. Ich war mit einem Kollegen zusammen im Deutschen Museum. Da fährt unser K-System nämlich durch die Gegend. Es gibt nicht viele Produkte, die es zu Lebzeiten schon ins Deutsche Museum schaffen. Ich denke, im Mai wird eröffnet tatsächlich der Verkehrsbereich. Und da kann man dann das K-System. Da kann ich jetzt ins Deutsche Museum fahren nach München und mir das angucken. Genau. Mache ich doch glatt. Ja, wie gesagt, erst im Mai. Im Moment ist es noch Baustelle. Das wird komplett renoviert. Jetzt alles. Ist ja auch mit dem Reisen ein bisschen schwierig, aber das mache ich auf alle Fälle und ich bringe dir die Fotos mit. Genau, mach das. Versprochen. Juti, die Klassiker sind auch immer so, wir hatten es ja vorhin schon mit der Brauerei, aber Industriegebäude sind ja immer so ein bisschen, was auf die Anlage passt. Also wer Industrieanlagen möchte, mag, für den ist das immer wieder ganz wichtig, ein altes Fabrikgebäude zu haben. Definitiv. Und die Klassiker-Serien werden fortgesetzt sozusagen. Genau. Also wir haben auf der einen Seite das Thema Industrie, wie du sagst, was halt total schön ist. Andreas hat es vorhin auch schon angesprochen. Ja. Industrie kann ich halt sehr gut kombinieren mit der Bahn auch und kann dort einfach auch wieder Szenen bauen. Mhm. Was wir jetzt haben, ganz speziell, ist sicher der Klassiker, also das Industriegebäude von vor langer Zeit in unserem Programm. Mhm. Auch ein zweispänniges Gebäude. Was sicher auch da wieder ein Highlight ist. Da haben wir einen Filmeinspieler dazu. Sehr schön, genau. Kommt eben auch mit dem Kamin daher. Ist natürlich in der Machart, wie unsere Modelle eben vor vielen Jahren gewesen sind. Und
Ja, es kommt natürlich auch wieder einher in der inzwischen ja schon gewohnten Aufmachung. Ich glaube, wir machen das jetzt schon im fünften Jahr, dass wir da was neu auflegen, also wie unsere Villa im Tessin oder der Bahnhof Neustadt, also mit einem Magazin dabei, mit der alten Anleitung, wie sie war, komplett der Spritzlingssatz natürlich genauso, wie er damals war. Und dann aber eben auch der Möglichkeit, sich die aktuelle Anleitung aus dem Netz runterzuladen, damit man die in der aktuellen Qualität hat und auch Spaß hat beim Bauen entsprechend. Mhm. Aber man hat auch die originalen Dokumente eben dabei. Das ist schön. Der Name Gebrüder Keller erinnert mich irgendwie an Gebrüder Faller. Wieso eigentlich? Jetzt das weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Auch mal Zufall. Okay. Wunderschöne Sache, denke ich mal. Und da weiß ich auch, das ist bei euch in den besten Händen, dass ich das weiterverfolgt, das Thema. Ja, es ist natürlich auch, wir wissen ja, wie viele Sammler es draußen gibt tatsächlich, die da Wert drauf legen, die vielleicht auch sagen, das Modell hatte ich schon vor langer Zeit, ich will es wieder haben. Und viele haben halt auch tatsächlich das Modell gesammelt und haben es womöglich sogar noch original in der Originalverpackung und sagen, ich würde es aber so gern bauen. Genau. Und dann ist das natürlich die perfekte Gelegenheit. Sammler war das Stichwort. Das Thema Kirmes ist ja faktisch nicht nur für die Anlage, sondern da gibt es ja eine große Fangruppe, die eigentlich nur Kirmesanlagen bauen. Ich weiß das. Ja. Und das ist für euch, bleibt weiter Thema. Das ist nach wie vor ungebrochen großes Thema. Die Schwierigkeit ist, wir beschäftigen uns damit immer mit mehr Leuten auch tatsächlich. Ja. Und wir haben dort einen nicht unerheblichen Aufwand im Hintergrund. Und wir würden sehr gerne die verschiedenen Wünsche auch erfüllen, die da von außen an uns herangetragen werden. Wir kennen uns tatsächlich im Leben nicht so gut aus wie unsere Kunden, was die Vorbilder anbelangt zum Teil. Da gibt es wahrscheinlich richtig stramme Typen, die da unterwegs sind, die da heim. Wir haben Kontakt zu etlichen Enthusiasten, die wirklich nichts auslassen, die Fahrgeschäften hinterherfahren, die uns dort phänomenal gutes Bildmaterial liefern, Filme, Hintergrundinformationen über die Betreiber, über die Fahrgeschäfte an sich, wie die sich verändert haben mit der Zeit. Das sind Dinge, die kann man im Internet nicht recherchieren, dafür braucht man tatsächlich das Herzblut von den Leuten. Was für uns das Herz ein bisschen bluten lässt auf der anderen Seite ist, dass Kirmesmodelle wahnsinnig aufwendig sind. Mhm. Und wir haben da in der Vergangenheit gelernt, das ging ja ganz am Anfang mal los mit einem einfachen Kinderkarussell, mit einem einfachen Riesenrad, mit wirklich einfachen Bewegungen und hat sich dann gesteigert immer weiter zu Modellen wie jetzt einer Alpina-Bahn oder einem Dämonium oder einem Salto Mortale, die einfach mechanisch eine große Herausforderung sind. Und da können wir nicht jedes Jahr gewährleisten, dass wir so ein großes Modell machen können. Aber jetzt, für dieses Jahr. Hör euch zu, Leute. Er sagt aber und hebt die Stimme. Nein, es ist tatsächlich so, wir haben auch da wieder einen Haufen Nachfragen bekommen, Zuschriften bekommen. Ich sage jetzt mal in die Kamera ganz vorsichtig den Begriff No Limit. Und der ein oder andere wird wissen, was da passiert, wo wir dran arbeiten. Wir haben bereits die ersten Umsetzungen in der Konstruktion und da kann man sich auf jeden Fall wieder auf was Großes freuen, was dann auf der Anlage auch mal ein bisschen Hallo macht. Ne? Jetzt hat er Appetit gemacht, finde ich super. Ja, Frage jetzt, ich habe hier meinen elektronischen Spickzettel, liebe Freunde, jetzt muss ich mich mit euch vor der Kamera abstimmen, bevor wir zu den anderen Spuren kommen. Was machen wir mit dem Helikopter? Fangen wir den oder bringen wir den zum Schluss? Es ist jetzt also nichts Gefährliches, liebe Freunde. Nein, den können wir jetzt gerne mal mit reinnehmen. Können wir jetzt du willst gerne ja, deine Finger sind ja eh ausgegangen mit den Highlights. Wir machen einfach weiter. Ich habe ja schon. Ja, also, da sehen wir ihn im Bild. Ich habe keine Ahnung, was erwartet jetzt Modell Warner? Also, die Thematik, die ja auch häufig an uns herangetragen wird, ist generell das Thema Flugzeug, Flugplatz, alles, was so sich um diese Technik drum bewegt. Und wir haben ja vor einigen Jahren mal einen Segelflugplatz gemacht, weil wir versuchen, das ja immer umsetzbar zu machen tatsächlich für den Bastler auch und was auch den Platzbedarf anbelangt, umsetzbar hinzubekommen. Ja.
Und ja, in diesem Jahr haben wir uns dann entschieden, beziehungsweise schon, es liegt schon 2 Jahre zurück, dass wir uns entschieden haben, das zu tun, dass wir eine Luftrettungswache nachbilden. Das ist jetzt der Christoph Elf, der hier tatsächlich unterwegs ist bei uns, oder es ist vielmehr seine Heimstadt, wo er wohnt normalerweise. Das heißt, es gibt den großen Hangar mit der Hubschrauberplattform, wie sie in Villingen steht, wo der stationiert ist und zwischen Villingen und Freiburg im Prinzip so diesen Bereich abdeckt und ist dort direkt an ein modernes Klinikum angeschlossen und es gibt entsprechend dann den gesamten Gebäudekomplex und vor allem, was uns da wichtig ist, auch wieder das Thema Bewegungsmodell. Ich wollte gerade sagen, das Geilste wäre jetzt, wenn das Ding sich bewegen würde. Irgendwie. So sieht's aus. Also so wir ist haben drei Bewegungen dort integriert. Das ist einmal die großen Hallentore, die sich öffnen können. Das ist eine nicht gerade kleine Herausforderung. Jeder, der zu Hause schon mal versucht hat, vielleicht im Kitbashing oder sowas nachzubauen und merkt, dass in H0 einem dann irgendwann die Flächen ausgehen und so ein Draht nicht mehr dünn genug sein kann, der wird dann feststellen, dass das nicht ganz so easy ist. Also wir werden diese ganz großen, durchsichtigen Tore eben antreiben. Dann haben wir die große Plattform, wo der Hubschrauber draufsteht. Ja. Das ist ja so das Wichtigste. Normal befindet er sich ja im Hangar und wird dann entsprechend, wenn er einsatzbereit gemacht wird, rausgefahren auf seiner Plattform, steht dann da draußen. Mhm. Ja, und wenn er abheben will, dann muss er natürlich den Rotor bewegen. Was wir jetzt, ich hoffe, das ist jetzt nicht eine ähnliche Diskussion wie die wir bei der Containerbrücke hatten mit dem Loslassen vom Container. Nein, er wird nicht wegfliegen. Das können wir nicht. Wir sind nicht das Milova. Ja, aber wir sind natürlich gespannt drauf, was der ein oder andere Bastler draus macht aus der Szene. Ja gut, den anzuhängen und vielleicht so einen, sage ich mal, Flaschenzug drüber zu heben, es bleibt ja jedem selbst. Ich habe schon unfassbare Mechaniken gesehen, womit zum Beispiel unsere Heißluftballone angetrieben wurden. Und die wirklich über den ganzen Raum geflogen sind damit. Sag jetzt nicht mit echter Flamme. Nein, nicht mit echter Flamme, aber mit echt aufwendiger Mechanik. Also da waren wirklich Fördersysteme an der Decke und also schon fast martialisch, um dann dieses ganz leichte Modell durch den Raum schweben zu lassen. Aber es sah dann auch wirklich sehr vorbildlich aus. Tja, bei der Luftrettungswache ist eben nicht nur das Gebäude dabei und die angesprochene Mechanik und die Bewegungsmöglichkeit. Mhm. Da ist auch eine eigene Steuerung mit dabei, eine Steuerung, die es ermöglichen wird, dass man quasi jederzeit den Vorgang unterbrechen, weiterlaufen oder zurückfahren kann. Das heißt, die Tore öffnen sich, die Plattform fährt raus, Rotor beginnt zu drehen, all das kann ich natürlich umdrehen, das wieder zurückfahren, kann ich zu jeder Zeit unterbrechen, beziehungsweise kann dann zum Beispiel auch mal nur die Tore öffnen, wenn ich möchte, und der Hubschrauber kann so lange drin stehen bleiben. Das kann ich dann frei entscheiden. Was uns auch ganz wichtig ist, der Hubschrauber, den wir hier sehen, das ist jetzt eine in Anführungsstrichen freundliche Leihgabe, das wird nicht das Modell sein, was mit dabei ist. Wir sind im Moment gerade dabei, den EC-135 selber umzusetzen, genau zu dem Zweck. Und den wird es dann als Fallermodell geben, auch als einzelnes Modell ab dem Herbst. Ab Herbst. Er hat sich festgelegt. Huch, ja. Ja, so liebe Freunde, das war Spur H0. So. Jetzt im Groben, was man dieses Jahr erwarten kann. Das ist die Vorausschau gewesen für die H0er. Und ich hatte ja am Anfang gesagt, wir haben alle Spuren dabei. Es soll keiner zu kurz kommen. Ja, und da du es ja vorhin schon, Andreas, mit den Figuren hattest, Spurende ist natürlich auch dabei. Was? Hier meldet sich einer. Bitte. Ja, ich habe noch einen Zwischeneinwurf. Das, was wir jetzt besprochen haben, abgesehen von dem Hubschrauber, ist ja alles nur erste Jahreshälfte. Ne? Das heißt, man sollte sich dann schon darum bemühen, bei uns nochmal vorbeizuschauen. Mitte des Jahres kommt dann die zweite Jahreshälfte. Ne? Dann kommt dann kein Hubschrauberlandeplatz, dann gibt es vielleicht den Nachbau von Frankfurt am Main oder was weiß ich. Genau, so schauen wir mal. Kein Problem. Schreiben wir mal auf. Nein. Okay, das ist ja eigentlich auch das Thema, was wir zwischendurch auch noch mal ganz kurz ansprechen wollten, unbedingt, dass es das ganze Jahr Produktion gibt und dass es eigentlich sinnvoll ist, wenn man die Erscheinungen der Produkte immer zu dem Zeitpunkt bringt, glaube ich, wenn sie dann kommen. Das ist eigentlich am sinnvollsten. Klar kann man eine Ganzjahresübersicht bringen,
Aber mal ganz ehrlich, wer merkt sich denn das, was Hendrik gesagt hat, im Januar kommt die kleine Dracula-Figur oder der Hofnarr und das kommt erst Dezember, das haben sie lange bis dahin vergessen, also muss man das besser aufteilen, ich glaube, das macht Sinn. Aber was ich vorhin zu dir gesagt habe, dieses Thema mit dem No Limit und wir haben kein Bild gezeigt und nichts, das haben sich alle gemerkt. Das Bild war schon da, das haben sie sich gemerkt, das denke ich auch. Zurecht. Okay, kleine Figuren, Spur N. Ja. Auch in Spur N sind... Sag jetzt bloß nicht, jetzt kommt der Hasenkäfig oder der Hamsterrad in Spur N. Also dann würde ich dann den Glauben verlieren. Da sind langsam. Dann so langsam die Grenzen des menschlichen Auges erreicht. Ja. Aber unsere Wartenden haben wir natürlich trotzdem auch in N umgesetzt. Macht ja Sinn. Macht Sinn, ja. Genau. Im Prinzip sind es einfach genau die gleichen Figuren, nur eben kleiner geschrumpft, ja, dass die N-Bahner auch was für ihre Anlage haben. Denn ich glaube... Und sie sind mit der gleichen Detaillierung. Also da gibt es keine Einschränkung, was die Bemalung oder Ähnliches anbelangt. Dann stell es bitte mal hin, vielleicht kriegen wir es hin. Einfach, ja, ruhig ein bisschen, ja, vielleicht kriegen wir es hin. Wir versuchen es mal mit der Detaillierung hinzubekommen. Es ist natürlich eine Herausforderung, auch für moderne Technik. Spur N ist auch für ältere Herren eine Herausforderung, ohne Lesebrille klarzukommen. Aber es ist aber erstaunlich, muss ich sagen, was heute schon alles möglich ist, in welchem Detaillierungsgrad wir uns jetzt gerade bewegen. Ja. Ja, also es ist schon toll, finde ich. Ist super. Aber es ist natürlich auch so ein bisschen das Thema, wir haben die Diskussion auch immer wieder nach draußen, wir selber legen unsere Latte immer höher, was natürlich auch den Aufwand für ein Produkt immer höher macht. Schönstes Beispiel sind die Landschaftssegmente, die wir haben. Mhm. Die sind super detailliert und schön, haben natürlich nichts mehr zu tun mit gefärbtem Sägemehl von vor 60 Jahren oder mit einer Grasmatte auf Papierbasis, die sich in keine Richtung dehnen oder bewegen lässt. War man aber auch froh, dass man es hatte. Aber wir sind natürlich in einem anderen Preisbereich. Ja, natürlich. Auch, ne? Muss man auch sagen. Das ist ganz klar. Es sind Dinge möglich und wir wollen die auch allen zur Verfügung stellen, die da bereit sind, das einzusetzen. Aber es ist natürlich Aufwand. Und eben auch jetzt solche Figuren so zu detaillieren, so zu bemalen, ist möglich, aber ist Aufwand. Also ich könnte es nicht mehr bemalen. Solche Arschbecher dran, da sitzt die ja nur da. Aber okay. Ja, Andreas, historisches Kaufhaus. Ja. Das KDW nachempfunden von Berlin oder nicht was? Nicht ganz. Wir orientieren uns hier eher Richtung Freiburg. Klar, wir sind es ja auch. KDW kommt dann vielleicht nochmal wann anders. Hab das gehört. Aber total schönes Modell. Ich finde eins der großen Highlights in N. Mhm. Da sind die kleinen Figuren auch vorne mit am Kaufhaus dran. Das ist das Gebäude, was wir jetzt sehen? Das müsste jetzt gleich, genau. Hier sehen wir es. Also ich finde es total schön mit den zwei Erkern. Und eben vorne die kleinen Figuren und die Bedruckung mit drauf. Ja. Die Farbigkeit, finde ich, gibt auch ein total stimmiges Bild, was auch in so eine ältere Innenstadt gut reinpasst und bietet auch wieder viele Möglichkeiten, viele Einsatzmöglichkeiten. Ja. Und ich war schon öfters mal in Freiburg, aber wo steht das? Direkt hinter Münster. Hinter Münster. Man muss ums Münster mal ein bisschen rumlaufen. Na, ich war immer nur Südseite am Vorderteil, wo die ganzen Gaststätten sind. Ja, genau. Also muss man mal hinter Münster. Da findet auch jedes Jahr die Ökowerkstatt statt zum Beispiel. Ja. Also da sind auch schöne Veranstaltungen drin, so im Gebäude. Was ich ganz schön finde, ist, dass das tatsächlich so ein bisschen exklusiv ist. Ne? Und das ist ja eine Farbgebung, wie es vor vielen Jahren schon hatte. Und da hat man damals schon ein bisschen so... einen Dicken gemacht. Ne? Da hat man das Ding in Rot und Gold dargestellt, eben mit den Fassadenfiguren, die dran sind. Und also, das finde ich schön. Das ist ein kleines Gebäude, was aber diese Details hat mit der Sonnenuhr, mit den Fassadenfiguren, den Erkerchen, aber dann halt die knallige Farbe. Ja, ist schön. Also ich liebe ja Freiburg, bin sehr oft und sehr gern da unten. Und die Altstadt ist schon der Hammer, aber dass die hinter Münster steht, war mir neu. Also da muss ich noch mal eine Runde drehen. Hinter Münster muss man ja immer so, es ist nicht hinter Münster, es ist so, wenn man vom Hauptportal steht, auf der rechten Seite. Okay, wenn man vom Hauptportal steht. Meld dich einfach, wenn du in Freiburg bist, dann. Ja, okay, dann rufe ich dich mal an und dann ist das klar. Also ich finde solche Gebäude auch immer sehr schön und Hendrik hat es ja gesagt, früher wurde auch schon auf dicke Tasche gemacht. Es ist nichts Neues. So, ja, dann gibt es ja noch ein wunderschönes Gebäude, wir haben es ja auch vor uns auf dem Diorama stehen und der Kenner erkennt es schon daran, es ist nicht Deutschland. Nein. Das ist die Schweiz. Die Schweiz, genau. Stubel-Stulz. Habe ich noch nie gehört. Wo ist das?
Puh, das jetzt ist jetzt schwer zu beschreiben. Hochnotpeinliche Frage, dann lass mal sie weg. Lass mal sie einfach weg. Na komm, das kannst du, oder? Stugel Stulz, das ist ein ganz toller Name. Also ein Lasercut-Bausatz in N, ja. Eben damit die Alpinisten auch noch was haben, in der Kombination mit den Häusern eben neu. Mhm. Und hat einen schönen Detaillierungsgrad durch die Lasercut-Technik. Und die Farbigkeit ist auch total stimmig mit dem gebeizten Holz. Wenn man einfach, was es ja oft gibt, alpine Landschaften baut, braucht man ja auch einen alpinen Bahnhof. Dementsprechend hier das Ensemble aus den Gebäuden bietet sich dafür dann ganz gut an. Wir haben mit dem Modell so ein bisschen Chaos veranstaltet vor ein paar Jahren. Nein. Wir haben Teile dafür für unseren Schweizer Importeur gemacht und dann gab es das in H0, dann gab es Teile in N. Und das ist jetzt auch einfach der Grund, weil viele, viele das erst nach in längerer Zeit gefunden haben, weil das Internet auch nichts vergisst, ne? Ja. Dass es sowas gegeben hat und jetzt die Rufe immer lauter wurden. Mensch, ihr hattet das doch, macht das doch nochmal, wir würden das gern tun. Tatsächlich ist eben die Bahnstrecke sehr, sehr beliebt, die da gebaut wird. Und wir haben ja tatsächlich in dem Fall hier auch die realistische, vorbildliche Oberleitung davor dran. Und wir haben jetzt das Set eben komplett als Ensemble aufgebaut. Und da gibt es eben ein Bahnwärterhaus, ein Arbeiterwohnhaus, rein theoretisch gäbe es noch einen Kleintierschuppen. Also es ist einfach ein Ensemble, was auch heute noch existiert. Sehr hübsch. Und was eben, wie der Andreas gesagt hat, jetzt durch das Echtholz und die Patina halt einfach total gut rüberkommt. Es ist ein absolut hübsches Gebäude, muss man dazu sagen. Also mir gefällt dieses Diorama. Also so wie es an... Da sieht man auch mal den Platzbedarf von innen. Platzbedarf, ja, das stimmt. Also zwischen H0 und N liegen ja Welten vom Platzbedarf, das ist richtig. Also liebe Modellbahner, liebe N-Bahner, es ist ein tolles Angebot, muss ich wirklich sagen. Also dieser Bahnhof, wenn Sie im Gebirge unterwegs sind und es in diesem Ensemble auch erwerben, finde ich toll. Und Lasercut hat ja auch den Vorteil, ja schon von der Struktur her entsprechend schon recht natürlich rüberzukommen. Echtes Holz ist halt echtes Holz. So. Er hat es gesagt. Und weil wir jetzt bei echtem Holz sind, wird es noch kleiner. Also das sind jetzt Sachen, das erschließt sich mir nicht mehr. Es ist jetzt nicht böse gemeint, liebe Z-Bahner. Aber mir erschließt sich das gerade nicht, wie man auf so eine kleine Spur abfahren kann. Man sieht ja nichts mehr. Das stimmt ja überhaupt nicht. Das stimmt überhaupt nicht, sagt er. Ich finde Z total cool. Ich weiß, das ist eine kleine Gemeinde, die sich darum kümmert. Was ich ganz erstaunlich finde, ist, dass, glaube ich, die Menschen mit den größten Händen in der Modellbahn sich ausgerechnet in der Z-Bahn wiederfinden. Oder es wirkt einfach so. Ja. Aber also, ich habe auch meine erste Berührung durch meinen Vater gehabt mit der Z-Bahn. Der hat von der Bausparkasse damals so Startset-Geschenk gekriegt, aber mich hat das vom Welche ersten Bausparkasse Tag, war das? Das darf ich nicht sagen. und tatsächlich ist es aber so, dass die Technik in der Größe einfach fasziniert. Ich meine, die, seit 2007, glaube ich, gibt es die Spur T noch, also um das noch extremer zu machen. Aber in der Spur Z, was jetzt gerade da von Märklin umgesetzt worden ist in den letzten 50 Jahren, das ist aller Ehren wert. Und ich finde es auch nicht schlimm, dass da noch nicht viel mit Digitaltechnik ist oder irgendwelchen Zusatzfunktionen. Da fasziniert einfach, dass eine Lokomotive auf den Zeigefinger passt. Ja, also das war ja für mich sowieso eine Brezel. Ich hatte neulich eine V100. Altbau in der Hand, also ich gedacht, das kann gar nicht fahren. Wo geht da der Motor hin? Wo ist das ist nur der Motor. Ist der Motor bemalter Motor. Ist der Motor aus dem Vollen gefeilt? Keine Ahnung. Und noch schwieriger könnte ich mir vorstellen, es ist wirklich nicht abwertend gemeint, der Landschaftsbau. Das ist ja schon eine Herausforderung, würde ich sagen. Klar, in dem Bereich auch die Materialien. Es ist ja ganz viel, jeder H0-Bahner, der da viel Herzblut reinsteckt, der ist mit Naturmaterialien zum Teil unterwegs. Ja. Oder halt dem Riesenportfolio, was es so gibt, eben von den verschiedenen Herstellern. Und in Z ist das maßstäblich runtergebrochen, ja im besten Fall noch Staub oder ein Brösel. Es ist unglaublich. Und Andreas hat jetzt gesagt, er will uns die Stadtbäckerei vorstellen in Z. Ja. Hat er gesagt, also habe ich mir gemerkt. Stelle ich gerne vor, ja. Guckt sie euch an. Ein wirklich schönes Modell. Es sieht ja auch groß aus. Es sieht auf dem Bild auch groß aus, ja. Wir haben auch das ist angenehm, ja. Dieses Jahr mal ganz neu die Z-Modelle auch in Szene gesetzt mit einem ganz speziellen Objektiv. Da kommen dann die Videos entsprechend noch bei uns auf dem YouTube-Kanal. Ja. Da wirkt dieses Modell riesig. Es könnte Gartenbahn sein. Und da sieht man dann auch, wie detailliert das Modell ausgearbeitet wird. Und das ist für mich, wie gesagt, wo ist die Grenze bei euch?
Wir machen, soweit es geht, keine Abstriche. Also wir werden jetzt nicht anfangen und ein Fachwerk oder sowas weglassen, nur weil wir sagen, das ist eine Spur, die das nicht wert ist. Oder das sieht man ja eh nicht, wenn ich einen Meter weg bin. Für uns ist ja, und das ist tatsächlich wichtig, auch bei der Spur N, ist es ja so, der Bastard hatte die erste Berührung mit unserem Gebäude in dem Moment, wo er es zusammenbaut. Und da hat er es halt direkt vor der Nase und da sieht er die Details. Selbst wenn er später das Gebäude auf der Anlage stehen hat und er ist da 2 Meter weg und er sieht die Schindelstruktur nicht mehr auf dem Gebäude, weiß er, dass sie da ist. Und das gibt ihm ein ganz anderes Gefühl. Und deshalb versuchen wir das ja auch in die Gebäude mit reinzukriegen. Und deshalb haben wir hier auch eine Ziegelstruktur im Fachwerk drin zum Beispiel, die nicht aufgedruckt ist, sondern die tatsächlich auch in die Struktur eingelasert ist. Andreas, das ist unglaublich, muss ich sagen. Ich finde es auch, also was unsere Entwicklung da so auf die Beine stellt, ist schon echt erstaunlich. Also die Qualität, in der das Modell auch handwerklich in dem Fall dieses das Muster zum Fotografieren, wie das gebaut wurde, da gehört auch ein Stück weit Können dazu, weil da hilft nicht mehr so, ja, ich drück's mir irgendwie zurecht, passt schon irgendwie, sondern es muss handwerklich perfekt umgesetzt werden und wie der Hendrik schon gemeint hat, mit den großen Fingern. Also ich weiß nicht, ob ich es noch könnte. Ich bin in meinen Spurweiten, also so groß sind jetzt meine Finger nicht, aber ich bin in H0 und in N unterwegs und muss sagen, da komme ich dann schon an mein Limit. Und dann das Ganze noch in Z, weiß ich nicht. Also wir hatten als zweites Z-Modell in Lasercut überhaupt, hatten wir ein total schönes Bauernhofgebäude, auch mit Fachwerk und weißer Ausfachung innen drin. Und da haben wir auch mal einen herzlichen Brief bekommen von einem, der gesagt hat, ihr habt ja nicht alle Tassen im Schrank. Das kann kein Mensch mehr zusammenbauen. Man schneidet irgendwas weg und es fliegt einem durch den Raum. Es ist ja wirklich unglaublich. Jetzt muss ich mal an den Hendrik mal eine ganz ketzerische Frage stellen. Kannst du das auch drucken? Wenn ich jetzt als N-Bahner, als Z-Bahner zu dir komme und ich sage, ich möchte mein Lieblingsschloss in Z haben, geht. Ist rein theoretisch möglich. Wenn er zu mir kommt, ja. Über Create wird es wahrscheinlich schwierig aufgrund der dort eingesetzten Technologien. Es gibt 3D-Drucktechnologien, da macht man sich keine Vorstellung von, was da inzwischen technisch möglich ist. Ist überhaupt kein Problem, ja. Es geht. Es wird ein bisschen teurer, das muss man fairerweise sagen. Aber rein theoretisch gesponnen jetzt, könnte man in Z, wenn jetzt einer käme und sagte, Mensch, Jungs, macht mal. Kein Problem. Kein Problem. Gut. Also ich würde, also um es einfach mal so ein bisschen plastisch darzustellen, in 1 zu 220 könnte ich deine Brille drucken. Cool. Man würde sie nicht sehen, aber cool. Machen wir mal dann. So, jetzt sind wir ja schon fast beim Mittag. Gasthauskupfer. Ja. Wir gehen von der Stadt Richtung Land. Auch ein total schönes Modell. Auch Landgasthöfe liebe ich. Ja, auch wieder ein Lasercut-Modell. Und gerade durch diese, das hat eine totale Tiefe. Also wenn man normalerweise in Z unterwegs ist, haben wir ja vorhin schon gesagt, da fehlt manchmal vielleicht die Tiefe. Aber bei uns, wir haben es halt geschafft. Ja. Durch diese verschiedenen Verfahren total dreidimensionales und tiefes Bild auch in zum Beispiel die Dachziegel reinzukriegen. Und auch eben hier, es ist ein total stimmiges Gesamtbild, hat eine schöne Größe, also lässt sich sowohl eher also auf dem Land umsetzen, wenn man so ein typisches Landgasthaus hat, mit Biergarten drumherum, in die Altstadt passt es eben genauso. Und ist total eine tolle Ergänzung. Wir haben ja unsere Windmühle gehabt. Da kann ich mir das daneben auch ganz gut vorstellen, dass es dann einfach ein Ensemble gibt. Finde ich auch. Wir haben ja das Gebäude auch in H0 gehabt und es ist bei so vielen Gebäuden so, wo ich mir dann denke, wenn wir die in Z machen, da wirken die so viel schöner. Weil eben diese kaschierten Flächen, die haben wir in H0 auch. Mhm. Und dort ist einfach die Kombination vom Material, von den Farben und dann auch diese Plastizität, was da angesagt wird, die Wirkung von der Tiefe, dadurch, dass wir mehrere Schichten aufeinander legen, ist in Z einfach viel, viel besser. Und der Laser oder das Verfahren Lasercut und die Materialien, das verliert so ein bisschen seine Nachteile der Flächigkeit, umso kleiner ich im Maßstab werde. Also sehr schönes Modell, liebe Z-Bahner. Und wer es noch nicht auf der Anlage hat, macht mal ein Bild und schickt es uns. Noch ein kleines Thema zu Z. Ich habe vorhin mal so angefangen auszuholen. Ich habe vorhin gesagt, 50 Jahre. Ne?
Ja, ich hätte jetzt gerade daran erinnert. Ich wusste jetzt mit dem Begriff auf meinen elektronischen Spickzettel gerade nicht so richtig anzufangen. Danke. Also wir sind tatsächlich auch ein bisschen überrascht gewesen. Es sind schon 50 Jahre, die es die Spur Z inzwischen gibt, die dieses Jahr alt wird. Und wir haben dementsprechend da natürlich auch ein bisschen was vor. Wir sind ja unseren Kunden dankbar, die uns da die Treue gehalten haben, die der Spur die Treue gehalten haben. Und wir werden dafür im Herbst auf jeden Fall auch noch was vorbereiten oder haben schon was vorbereitet und werden es im Herbst dann entsprechend bringen, was dann passend zu 50 Jahre Miniclub oder 50 Jahre Z entsprechend passt. Wir werden das aufgreifen und zu gegebener Zeit bringen. Versprochen. Super. Alles klar. Ja, nur wird es ein bisschen größer. Gott sei Dank. Oh. Das ist nichts für diese. Okay, jetzt wird es größer. Markenname Pola, Spur G, sprich Gartenbahn. Was gibt es da Neues zu berichten? Ja, wir sind auch wieder im Bahnbereich unterwegs, haben jetzt uns dieses Jahr überlegt, was könnte man mal wieder auflegen, beziehungsweise was passt einfach mal wieder gut. Mhm. Dann haben wir hier unseren Bahnübergang mit entsprechenden Gebäuden, also das sind unterschiedliche Sets. Und soweit ich das weiß, hat sich unsere Entwicklung da was ganz Besonderes einfallen lassen bei diesem Bahnübergang. Besonders weiß ich gar nicht. Es ist eigentlich schon fast was Selbstverständliches, aber wir haben die Besonderheit ist, dass wir uns endlich drum gekümmert haben. Nein, es ist so, dass es gibt so ein paar Modelle bei uns, die haben eine gewisse Wichtigkeit auch für den Bahnablauf. Das ist auf der einen Seite unsere große Drehscheibe, die da seit ein paar Jahren ein bisschen vor sich hinkrankt, weil es nicht so einfach ist, sowas tatsächlich dann außenwettertauglich, dauerbetriebstauglich umzusetzen. Auf der anderen Seite ist es eben sind es die Bahnschranken. Und die Bahnschranken, die gab es früher von der Firma Pola noch mit Antrieben. Allerdings konnten wir diese Antriebe nicht übernehmen, beziehungsweise der Hersteller, es war sehr speziell, was da drin war, konnte das uns nicht mehr liefern. Mhm. Und dementsprechend haben wir die letzten Jahre die Bahnschranken immer ohne Antrieb ausgeliefert, was uns auch so ein bisschen wehgetan hat, weil so eine Schranke, die wirkt halt deutlich besser. Jetzt hör zu. Genau. Jetzt kommt's. Lang genug ausgeholt. Nein, wir werden diese Bahnschranke dieses Jahr wieder mit einem Antrieb in den Markt bringen. Wir haben dort relativ viel Aufwand reingesteckt. Wir werden auch keine Servoantriebslösung oder ähnliches da einbauen, sondern da kommen zwei Getriebemotoren rein, da kommen vier Endschalter rein, entsprechend, der wird von beiden Seiten analog betreibbar sein, entsprechend, und kriegt eine eigene Steuerung, die mit drin ist, und soll dann eben vorbildgerecht entsprechend langsam ruckfrei bewegt werden. Also ein kräftiger Antrieb, der auch das Wetter, auch mal schlechtes Wetter verträgt. Schlechtes Wetter, aber was ich so gern sage, ist, also wir drehen, kein schlechtes Wetter, wir fotografieren ja häufig Modelle, also die Bilder, die wir jetzt gesehen haben, die sind ja auch draußen im Garten entstanden tatsächlich. Toll, ja. September war es, okay. Und wir haben auch bei dem einen oder anderen enthusiastischen Gartenbahner gedreht in den letzten Jahren. Und was halt doch erstaunlich ist, und die Gehbahner werden das alle wissen, ist, Wasser ist das eine, Ameisen sind das andere. Da kann man auch gerne mal so ein ganzes Gebäude voll haben oder eben so ein Antriebsteil. Haben gesagt, hoch, das gefällt mir, das ziehen wir mal ein. Da ist immer schön warm. Ja. Und eben sowas kann dann auch zur Herausforderung werden für einen Antrieb. So, das wird also auch dieses Jahr in Erscheinung treten. Ja. Dann freut euch, liebe Gartenbahner, die schon immer gesagt haben, mir fehlt eine Schranke. Sie kommt. Ja. Gut. Und was kommt noch? Der Brunnen. Genau. Zusätzlich zur Bewegung gibt es auch noch Wasser, weil so das langsam ist das Thema, was Faller, ich kenne, groß gemacht hat mit meiner Mühle. Also seid dem Thema Wasser treu geblieben. Richtig mit Pumpe und allem drum und dran? Richtig mit Pumpe und allem drum und dran. Okay. Und das lässt sich halt auch wieder gut integrieren in die Gartenbahn. Viele haben ja sogar auch einen Teich vielleicht bei sich, also Wasser in der Nähe. Dann kann ich mir so vielleicht irgendwie da die Leitungen entsprechend legen. Merkt ihr was? Die Anregung kommt schon. Also es geht los. Oder man baut sich einfach was drunter, aber da sind unsere Gartenbahner sehr kreativ. Denen fällt da sicher was ein. Das sowieso, denke ich mal, ja. Und eben so langsam bewegen wir uns auch in einen Maßstab, wo Wasser auch immer realistischer wird. Also wenn ich mir jetzt
Z oder N mit Echtwasser vorstelle, da wären die Fließgeschwindigkeiten halt ein bisschen schwierig, weil Wasser kann man halt nicht schrumpfen. Nee. Wasser bleibt Wasser. Ja. Und je größer wir von der Spur werden, desto realistischer wird es. Ja. Und deswegen passt halt so ein Brunnen extrem gut. Den kann ich mit in der im großen Garten Ordnung bauen. Kann ich da kommt es dann vorstellen. Langsam, ja. Sieht es ganz gut aus. Was da übrigens noch ganz wichtig ist zu dem Brunnen, also gerade wegen dem Realismus, auch, den du angesprochen hast, ja. Und auch der Mühle, die du jetzt schon zweimal angesprochen hast, die hat ja so ein Soundmodul mit dabei. Ne? Also es wird von uns offiziell als Pumpe verkauft, aber es ist ja eigentlich ein Soundmodul, was so ein Mühlengeräusch. Weil die ist relativ laut, die Pumpe. Und das, was wir jetzt heute einsetzen, ist eben entsprechend eine außenbetriebstaugliche Pumpe, die drin ist, die im Prinzip fast nicht hörbar ist. Die ist flüsterleise. Das heißt, wir empfehlen zwar bei diesen Gartenbahn-Echtwassergeschichten nicht unbedingt, die im Innenbereich einzubauen, aber wenn jemand das möchte und möchte das, könnte, dann kann er das auf jeden Fall aufgrund des Geräuschpegels gut tun. Aber er möge bitte dafür sorgen, dass das Wasser nicht dahin gerät, wo es nichts verloren hat. Nichts verloren hat. Genau. Nein, aber genauso wie der Andreas das gesagt hat, die Mühle, man kann es auf dem Foto, was wir haben, da ist betrieben tatsächlich. Da sieht man, dass halt Wasser einfach ab der Spurgröße G wirklich realistisch wird. Ja. Das ist einfach in allen anderen Spurweiten ist Echtwasser ein Gimmick, ist nett. Kann man Sachen mitmachen, wie unser Schwimmbad, was wir hatten, eben die Echtwassermühle, die wir hatten. Ja. Aber ab G wird es halt richtig cool, weil es halt echt ist. Also ich denke mal, jetzt geht das schon so langsam in die Richtung. Ich habe zwar schon viele Gartenbahnanlagen gesehen, aber noch nie eine Gartenbahnanlage. Wir hatten es ja auf dem Foto gerade gesehen. Es gibt ja auch viele Häuser schon in der Größenordnung, dass aber jemand mal so eine richtige Ensemble-Gestaltung hat, habe ich eigentlich noch nie so gesehen. Doch. Ich gucke in falsche Sender. Ich weiß es jetzt nicht. Nein, es gibt coole Gartenbahnen, die auch wirklich komplette Altstadtszenen drauf haben. Das habe ich noch nie gesehen. Sag mir einen Tipp. Es gibt eine Bahn, die das total extrem treibt. Gibt es in Brüssel direkt neben Atomium zum Beispiel. Da sind auch nochmal dann einzeln umgesetzte Vorbildgebäude, historische Gebäude mit dabei. Auf nach Brüssel, da muss ich nochmal hin. Und auch im Raum Görlitz gibt es aber auch einige sehr schöne Gartenbahnen. Das ist dort ein weit verbreitetes Thema. Musst mal bei dir zu Hause gucken. Er kennt sich besser aus als ich. Ja, ich wohne ja schon viele Jahre. Zuschriften an Frank-Buttig. Jetzt? Ja. Brunnen haben wir abgehakt als... Ach, zu dem Brunnen vielleicht noch ganz kurz. Einfach damit auch klar ist. Es ist tatsächlich eine Formneuheit, die wir machen. Ne? Ja. Das ist ja so ein bisschen was... Wir haben ja aufgrund der Anzahl der Modelle, die wir dort vertreiben können, weil das halt schon ein bisschen ein exklusives Hobby ist, Schwierigkeiten, wirklich große Formneuheiten zu machen. Also da jetzt irgendwie komplett neuen Bahnhof zu machen, das würde tatsächlich wahrscheinlich das Budget sprengen, was wir tun können. Im Fall von dem Brunnen haben wir aber tatsächlich ein bisschen Kunststoffspritzguss neu gemacht. Also alles, was da zum eigentlichen Wassertransport dient, also diese Ausläufe und auch das, was dann gebraucht wird für die Technik, ist eben komplett neu im Kunststoffwerkzeug gemacht. Mhm. Und das restliche Modell ist ein Resinmodell, was komplett koloriert und patiniert ist. Also kommt tatsächlich genauso, wie es hier dasteht, in der Optik auch. Das wollte ich gerade sagen. Es ist ja auch schon ein bisschen vorgealtert. Das ist ja auch immer, wird ja immer ein größeres Thema eigentlich. Ja, und wir tun uns damit auch nicht immer so einfach. Also es ist tatsächlich was, da sind wir auch so ein bisschen drauf angewiesen, dass wir Input von draußen kriegen, weil die einen, die es können, und wir wissen, da gibt es 5-10% draußen, die haben das richtig drauf und die haben es definitiv besser drauf, als wir das industriell können. Und die sagen natürlich, oh, lass das doch weg, bitte nicht patinieren, das kann ich besser. Verstehe ich, aber es sind halt 80% da. Die sagen, ich kann es nicht, ich will es nicht. Ich will es nicht oder ich traue es mir in der Qualität nicht zu. Es ist einfach schön, dass ihr es schon macht. Ja. Ja. Und dementsprechend ist das immer so ein bisschen der Ritt. Aber vielleicht da einfach als Tipp auch für die Leute, die sagen, Mensch, ich will das anders machen, ich kann das besser. Normalerweise kann ich mit einfachem Spiritus die Patina, die von uns kommt, abwaschen. Also einen groben Pinsel nehmen, die Spritzlinge, ein bisschen Spiritus, kriege ich die runter und dann kann ich so patinieren, wie es mir gefällt. Oder man kauft sich ein ganz einfaches Haus und probiert es einfach mal mit dem Zubehör selber von euch. Einfach mal probieren, einfach mal in die Hand nehmen
Und ich kann Ihnen sagen, ich habe es auch, na gut, ich habe es einfach. Ich sehe immer zu, wenn andere patinieren und was man nicht machen soll. Und ich habe Intensivkurs jedes Mal, wenn ich dabei bin, wenn sowas gedreht wird. Das ist ein kleiner Vorteil, aber ich kann Ihnen wirklich versichern, ich bin trotzdem ein Anfänger, auch weil ich, obwohl ich weiß, wie es geht. Aber ich habe auch zwei Hände nur. Na, so, nicht so. Also ich muss genauso anfangen. Ja? Und weil wir gerade Zubehör hatten, Pinsel und so weiter, das danke für das Stichwort. Andreas, Zubehör. Gibt es sicherlich auch wieder was Neues. Es gibt auch wieder was Neues. Das wird eher Richtung zweite Jahreshälfte gehen. Aber du hast dieses 3-in-1 Kombigerät ja mal ausprobiert. Tolle Sache. Es ist von einigen, bin ich ganz ehrlich, was soll das? Ich arbeite gern mit dem Teil. Es ist wirklich super. Es macht mir Spaß, damit zu arbeiten. Und wir denken das jetzt eben weiter. Also es soll in die Richtung was Neues, weiteres dazukommen. Ein kleines Werkzeug, das eigentlich jeder Modellwarner braucht. Ja. Und vielleicht nicht das große Ganze kaufen will. Oder jetzt in dem Fall Heißdrahtschneider und alles zusammen bietet sich einfach an. Und da haben wir uns was überlegt, was jetzt eben neu mit dazukommt. Einfach als Ergänzung, damit ein Modellwarner, der nicht so viel Platz hat bei sich zu Hause und keine voll ausgestattete Werkstatt, da einfach auch noch Ergänzungen findet. Ja. Also mit diesem Kombigerät, wir hatten es ja auch vor der Kamera ausprobiert und ich war ganz verblüfft, was man da machen kann. Und man kann ja den Vorteil auch hier nochmal herausarbeiten. Es ist wirklich so, wenn ich dann mir vorstelle, ich habe immer noch ein Kabel hinten dran hängen. Wenn ich also feinfühlige Bewegung mache, das Kabel ist immer im Weg, irgendwo bleibt es hängen und dann komme ich nicht hoch und dann werde ich verrückt. Und das ist schlimm. Aber mit diesem kleinen Kombigerät kann man wirklich ganz, ganz viel machen, wenn man mal unter die Anlage kriechen muss, wenn man mal schnell was löten muss. Also ich finde das eigentlich eine ganz geniale Idee. Warum das manche sagen, oh, das ist Mist und was weiß ich, kann also ich jeder, machen. Der mit einer Lötstation unter der Anlage unterwegs ist und Schrumpfschlauch damit verkleinern will oder schon mal von unten in seinen Styrodur mit dem großen Heißluftföhn ein Loch reingebraten hat, der weiß, dass sowas Sinn macht. Dann. Einfach nur mal schnell eine kalte Lötstelle, ohne jetzt irgendwas hinter sich hat. Habe ich was Falsches gesagt? Na, alles gut. Kalte Lötstellen mögen Elektroniker nicht. Also, man muss irgendwas flicken unter der Anlage und man braucht den Lötkolben dazu. Also, es ist wirklich ein geniales Tool, aber auch diese Schneidesachen, wenn ich also mal bastle, wenn ich feine Sachen machen will oder einfach nur ein kleines Loch in der Styrodur reinbrennen will. Da geht es manchmal schon los. Da geht's schon los. Fehlt einem das Werkzeug und eben dafür so, sind wir und dran. Dafür kommt eine Erweiterung. Ja, genau. Boah, mach mal. Okay, dann RGB-Beleuchtung. Total spannendes Thema. Erzähl mal. Ich war vergangenes Jahr, denn das hat vielleicht der ein oder andere mitbekommen bei uns auf den sozialen Medien, bei zwei Kirmesmodellbauern. Ja. Und die haben ein Problem, was sicherlich viele Leute haben, die sich dem Thema Kirmes angenommen haben, die Beleuchtung. Aber jetzt kann natürlich nicht jeder SMDs löten, weil die einfach irgendwann zu klein sind und vor allem nicht in mehreren Farben. Also die RGB-LEDs sind ja mehrfarbig und da stößt man einfach handwerklich schnell an seine Grenzen. Das heißt, wir sind jetzt dieses Jahr so weit und haben LED-Streifen, die man über eine App steuern kann und eben pulsierend in verschiedenen Laufrichtungen mit allen möglichen Farben sich quasi selber am Handy individuell konfigurieren kann. Und die Streifen kann ich einfach auf die Länge zuschneiden, die ich brauche, an meinen Autoscooter zum Beispiel drankleben und habe dann ein schönes Lauflicht um meinen Autoscooter mit relativ wenig handwerklicher Anforderung und eben mit Größen, mit denen man noch gut zurechtkommen kann. Und das ist halt für die Leute, die jetzt gerade in den Kirmesbereich einsteigen und sagen, jetzt will ich aber mal eine Beleuchtung an mein Dämonium oder wo auch immer hinbauen, habe ich eben durch diese LED-Streifen die Möglichkeit, bunte LEDs an mein Kirmesmodell zum Beispiel zu bauen. Mhm. Und das ist einfach eine super Ergänzung. Man muss ja nicht nur an die Kirmesleute denken, man kann ja auch zum Beispiel an Stadthäusern zum Beispiel versuchen, mal mit etwas farbiger Reklamebeleuchtung als Unterbeleuchtung zu arbeiten. Dann gibt es die Rotlichtviertel und alles Mögliche, kann man also da auch schon besondere Lichteffekte sich also auch entsprechend selber zusammenbasteln. Ja. So, 2-3 technische Fakten noch, die ich ganz cool finde dazu.
300 LEDs pro Meter. Ich bin der Meinung, dass es im Moment sowas noch nicht vergleichbar gibt. Mhm. Das nächste ist, Andreas hat es gesagt, ich kann Einstellungen mit dem Smartphone vornehmen. Mhm. Es ist aber auch eine ganz normale Fernbedienung dabei. Mhm. Das heißt, ich brauche die nicht. Ich kann auch aus Standardeffekten wählen, kann natürlich dann mit dem Smartphone noch mal mehr machen tatsächlich und noch mehr einstellen. Das wäre die Herausforderung. Ich kann cool. mit einem solchen Treiberbaustein mhm. 2 Meter voll betreiben. Also 600 LEDs, RGB-LEDs ansteuern mit durchgängigen Effekten, die eben in der Form auch schon alle vorprogrammiert sind. Und was ich total wichtig finde, ist, es gibt ja Beleuchtungsmodule auf dem Markt. Und da will ich auch um Himmels Willen nicht mit in Konkurrenz treten. Und die Kirmes-Modellbauer wissen das. Und die wissen, für einen Jupiter zum Beispiel gibt es Beleuchtung, da lege ich bei zwischen 2.500 und 5.000 Euro für so eine Beleuchtung. Mhm. Die ist unerreicht geil. Die macht tierisch Spaß. Da habe ich ganz besondere Bilder, die ich darstellen kann, vielleicht sogar individualisieren kann. Aber hey, also bei den meisten dürfte das den Wert der Modelle auf der Anlage übersteigen. Und wir haben nach einer Lösung gesucht, all die abzuholen, die sagen, ich will auch eine coole Beleuchtung haben, ich will aber nicht derartig tief in die Tasche greifen. Mhm. Und das heißt, wir sind am Schluss unterwegs, ich glaube bei 150 Euro geht es los für so eine Beleuchtung. Da sind wir einfach in einer anderen Liga und es ist für jeden möglich. Und das ist jetzt auf 2 Meter Länge gerechnet, die LED-Streifen, oder gibt es die auch in anderen Packungsgrößen? Also es gibt eben so wie so ein Starter-Bundle, da ist dann die Fernbedienung, das Netzteil mit dabei und dann gibt es entsprechend Stripes in, jetzt müsste ich lügen, ich glaube eine Meter-Erweiterung oder 50 Zentimeter Erweiterung, wo ich dann in Schritten erweitern kann jeweils. Ja, wie es passt, schönes Frage, Abschneiden mich, kann wo ich sage, immer. Muss ich jetzt die 2 Meter kaufen oder kann ich auch anders haben? Ich kann in dem Startset mit etwas weniger anfangen, da ist ein Meter dabei und kann dann das Ganze nochmal ausweiten, wenn ich es auch brauche, zumal ich ja dann diese Effektlänge habe tatsächlich. Ich kann diese Effekte beliebig parallel schalten, dann mit mehr Strom versorgen. Das kann die eine Steuerung machen. In der Länge des Effekts bin ich halt auf die 2 Meter beschränkt. Ja. Nur 2 Meter auf 1:87. Oh, dann braucht man die App vom Andreas. So. Juti. Ja, Lampen warmweiß, das ist nichts Spektakuläres oder? In der Form jetzt nicht spektakulär, aber einfach auch wieder eine sinnvolle Ergänzung. Wir erweitern unser Lampenportfolio auch permanent. Auch als Streifen wieder, oder? Das sind in dem Fall keine Streifen. Das sind Lampen. Das sind normale Lampen, genau. Okay. Die ganz normalen Straßenlaternen, wie wir sie kennen. Ja. Einfach noch in Warmweiß. Die kamen jetzt in Kaltweiß, in neuer Verpackung. Kommen jetzt auch in Warmweiß, einfach für den, der die eine Epoche lieber mag als die andere oder warmweiß oder kaltweiß lieber mag, dass man sich einfach entscheiden kann. Und sicherlich schon fertig konfektioniert, denke ich mal, mit den entsprechenden Widerständen. Und gibt es im einzelnen Verpackungsgrößen oder eben gleich oder ein Dreier-Set. Wo man wahrscheinlich spart. Richtig. Man kann auch sagen, kaufe 10 und kriege 20 oder so. Nein. Nein. Dein Angebot. So ungefähr. Ja, dann Foliagen kennt man ja aus dem Modellbau. Generell ist das jetzt ein neues Produkt von euch, Foliagen? Foliagen gibt es bei uns schon im Programm. Wir haben einfach auch hier die Farben noch weiter ergänzt. Okay. Dass man vielleicht jetzt eher in die etwas, hellgrünere Richtung gehen kann oder in eine dunkelgrünere Richtung, einfach wenn man jetzt mehr am Waldrand was macht. Die kann man sich schön zupfen an die entsprechenden Stellen auf der Anlage. Das ist ja der Vorteil bei Foliagen. Ja, das ist ja der absolute Vorteil, denn es gibt ja auch Sachen, wo festes Papier drunter ist, wo ich mit der Schere arbeiten muss. Macht sich absolut, ich sage es jetzt ungern, scheiße, aber mit Foliagen kann man gut arbeiten. Es hat eben keinen direkten Trägeruntergrund, das heißt, wenn man sich das zupft, gibt es auch nichts, was irgendwie stört, sondern man kann sich das dann schön mit Sprühkleber zum Beispiel auf der Anlage fixieren und da haben wir jetzt einfach die Farbpalette noch ein bisschen erweitert. Das heißt also verschiedene Grüntöne. Genau, ja. Und dass es halt einfach ein Gesamtbild gibt, wie es jedem gefällt. Und das ist super. Ja, die Foliage ist ja die Allzweckwaffe gegen den eigenen Pfusch. Ne? Ja, damit kann man fast aber alles kaschieren. Ein guter Tipp, muss ich sagen, mit Sprühkleber zu arbeiten und dann eventuell nochmal seine Begrasung nochmal aufzuwerten. Das ist schon eine tolle Idee. Ja, und zu guter Letzt, Sie merken es, geht langsam dem Ende entgegen. Wir sind nicht mehr bei den Modellen. Werkzeug.
Das große Thema, genau. Werkzeug. Was kann ich jetzt bei euch an Werkzeug kaufen? An Werkzeug. Es gibt eine Vielzahl mittlerweile. Also wenn man mal guckt, es gibt so abgefahrenes Werkzeug bei uns wie den Stiftenklöbchen oder das Stiftenklöbchen. Das Stiftenklöbchen. Es geht wieder eher in die Richtung für die Kirmesmodellbauer, weil man hat das Problem, wenn man durch Bausatz mit einem normalen Handbohrer bohrt, dann schmilzt der Kunststoff. Und dieses Stiftenklöbchen, da kann ich kleine, feine Bohrer einspannen und ganz schön mehr ein Loch. Das sind so die Dinge ab 0,1 Millimeter Bohrer. Ja. Oder wenn man seine Autos beleuchten möchte, sowas in die Richtung. Und eben jetzt auch speziell für die Create-Modelle haben wir ein 3D-Nachbearbeitungsset mit so einer kleinen Zange und dass man das halt entsprechend greifen kann. Und wenn jetzt vielleicht noch irgendwo mal ein kleiner Grat dran hängt, dass man die Modelle entsprechend nachbearbeiten kann, dass die halt perfekt danach bemalt werden können. So. Haben wir noch was zu sagen? Eine Kleinigkeit haben wir vielleicht noch. Wir machen das ja jetzt schon seit 10 Jahren jetzt, ne? Länger. Länger sogar schon. Also über K-System haben wir, glaube ich, auf jeden Fall jedes Jahr gesprochen. Und ich habe dir schon wilde Sachen angekündigt und ich glaube, über Roller haben wir schon mal gesprochen im K-System. Jetzt haben wir heute den Hamster gehabt. Ja, ich muss mal alles dazu sagen, liebe Freunde. Ich fand das damals auf der Messe ganz beeindruckend, als er anfing, mit den Cars zu sprechen. Das war für mich das Beeindruckendste. Und die Feuerwehren und was da so alles war, sind doch tatsächlich gefahren. Genau. Felix Vorwärts 24. Ja, genau. Genau, das ist eine Funktion, die wir heute noch haben. Sprachsteuerung gibt es nach wie vor im K-System. Ist natürlich jetzt nicht das Highlight. Es war damals ein Hingucker, wo wir das gemacht haben. Jeder hat mich für nicht ganz dicht gehalten. Läuft über Messe und redet ganz völlig mit ernst Autos. Genommen. Ja. Aber wir haben ja andere Sachen dort wesentlich weiterentwickelt und ein Versprechen kann ich jetzt tun. Wir haben tatsächlich die erste serienfertige Platine für einen PKW. Das heißt, wir werden vielleicht schon Ende diesen Jahres oder Anfang nächsten Jahres PKWs fürs K-System digital zur Verfügung haben. Es macht mich gerade sprachlos, liebe Freunde. Wie viele Jahre rede ich mit diesen Menschen? Und was hat er immer gesagt? Nö, das geht nicht, die sind viel zu klein, die Dinger. Und jetzt hast du es gepackt. Ich habe gesagt, warte mal ab. Ist alles noch ein bisschen teuer. Ah gut, das stimmt, da gebe ich zu. Große Ultraschallkapsel, wenig Akkukapazität, alles Mögliche. Aber es sind Herausforderungen, aber wir haben uns der Herausforderung gestellt. Das Warten hat ein Ende. Genau. Super. So sieht's aus. Aber das war aber auch immer der Ton bei dir, bei den PKWs, es wäre noch zu teuer. Ja, es ist das Thema entwickelt ist halt sich das, ja alles, das, ne? Das Verhältnis. Also rein jetzt die Mechanik, die ist heute zu einem brauchbaren Preis umsetzbar. Ja, gut, die Mechanik ist ja das größere Thema, was wir hatten, und das ist tatsächlich eins, was gelöst wurde in den letzten Jahren, ist die Größe der Ultraschallkapsel bei gleich bleibender Qualität. Ja. Das war am Anfang sehr, sehr teuer, weil das eher, das war von der Industrie noch prototypisch, was da eingesetzt wurde, ist inzwischen ein serientaugliches Bauteil und auf das können wir zurückgreifen. Wir haben immer noch so ein bisschen das Problem Fahrzeuggröße, Kapazität. Das ist der Sache einfach geschuldet. Aber hoffen wir ja auf die große E-Mobilität. Dass aber was hat er gesagt? Warten wir mal ab. So, ja, jetzt genau, warten wir mal ab. Also insofern denke ich. Da gibt es inzwischen technische Lösungen, die eben auch bezahlbar sind. Das ist ja eigentlich, glaube ich, beim K-System immer das Thema gewesen, warum gibt es nur LKWs? Aber wenn jetzt PKWs dazu kommen, jetzt wird das Stadtbild perfekt. Im Analogbereich haben wir ja die PKWs. Mhm. Es ist ja lediglich im Digital das Problem gewesen. Und da ist ja für jeden, der einfach mal einen Akku mit einer ausreichenden Kapazität auf den Tisch legt und eine Ultraschallkapsel mit 10 mm und setzt da ein Golf daneben oder, keine Ahnung, ein Ford Fiesta, ist ja wurscht, sieht er, da hat sonst nichts mehr Platz und da ist ja ein Haufen Technik drin. Ja. Du hast es selber gesehen. Ja, ja, klar. Und wir haben dort eine Funkstrecke, wir haben das Ultraschall, wir haben zwei Decoder drin, das muss alles in so ein Fahrzeug irgendwie rein. Und auch das ganze Thema des Verkabelns ist jetzt keine Einmal-Bastellösung, sondern das muss ja industriell für uns darstellbar sein. Und das ist alles nicht so easy und auch nicht ganz so günstig. Aber wir haben stetig dran weiter gewurschtelt und wir wissen, dass draußen danach gerufen wird.
Und dem kommen wir natürlich, so es möglich ist, nach. Liebe Freunde, ich habe ja zwei Hände. Ja? Also ich habe ja schon ganz viel gezählt. Aber mit der wichtigsten Geschichte kommt er zum Schluss. Das Beste zum Schluss. Das Beste kommt zum Schluss. Wie mit dem Dessert. Das sollen die Leute ja mitnehmen. Nein, habe ich noch. Also gut. Ja. Vielleicht dazu noch eins zuletzt. Ich habe es vorhin kurz erwähnt eben, dass wir mit dem K-System im Deutschen Museum sind. Da haben wir natürlich das Thema der Dauerbetriebstauglichkeit. Da ist es noch nicht da, oder? Der PKW? Der PKW ist dort nicht. Okay. Das ist aber, dort geht es um die Darstellung von logistischen Verkehrsträgern. Also da ist zum Beispiel auch unser Container-Terminal dort. Interessant, das gucke ich mir an. Ja. Da gibt es eine enorme Gleisanlage, ja, die komplett funktionsfähig ist, wirklich bis aufs letzte Abstellgleis. Das ist wirklich beeindruckend, was da gemacht worden, umgesetzt worden ist. Da gab es ja eine sehr schöne alte Fleischmann-Anlage, bis jetzt eben der Neubau umgesetzt worden ist oder gestartet worden ist. Und ja, wir sind eben stolz darauf, drauf zu sein und eben diese Dauerbetriebstauglichkeit auch haben darstellen können, um auf so eine Museumsanlage zu kommen. Es wäre gehörig peinlich, wenn sowas nicht funktionieren würde, ordentlich. Aber seit letzter Woche wissen wir, dass alles funktioniert, dass alles läuft. Und wir sind gerade in dem Zusammenhang natürlich auch brutal glücklich, den Weg gegangen zu sein mit unserem Partner auf die Funk-Ultraschalltechnik und eben nicht die anfällige Infrarottechnik zu nehmen. Weil wir dort das Problem natürlich genau hätten im Deutschen Museum. Die haben riesige Fenster, südseitig ausgerichtet, Sonnenlicht. Da ist halt schnell mal ein Problem vorprogrammiert. Aber ja, ab Mai soll es eröffnet sein. Und dann kann man sich's dort anschauen, im Deutschen Museum auch. Sind wir ein bisschen stolz drauf. Ich habe ja eine verrückte Idee. Wir fahren zusammen hin. Gerne. Ja. So machen wir das. So, liebe Freunde, das war's. Unsere Neuheitenpräsentation 2022 aus dem Hause Faller. Hier aus Gütenbach. Es hat mir verdammt viel Spaß gemacht. Und ich werde die restlichen paar Minuten nochmal dann nutzen, wenn wir dann die Kameras abgeschalten haben, mir diese vielen Anlagen reinzuziehen. Den Vorteil gönne ich mir jetzt gerade nochmal. Die Kugel gnäbe ich mir. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, lieber Andreas, und bei dir, Hendrik, für diese ausführlichen, tollen Informationen, für das viele, teilweise Hintergrundwissen, was wir hier mitbekommen haben. Es hat uns allen hinter der Kamera und auch vor der Kamera viel Spaß gemacht. Vielen Dank für diese Präsentation und liebe Zuschauer zu Hause, ich hoffe, es hat Ihnen auch wieder ganz viel Spaß gemacht und Sie konnten so einiges mitnehmen. Warten wir es mal ab, hat er gesagt. Und damit möchte ich mich auch im Namen nochmal ganz herzlich bedanken und verabschieden bei Ihnen zu Hause. Bleiben Sie uns treu, wo immer Sie uns auch zugeschaut haben. Bis zum nächsten Mal, Ihr Frank Puttig.